Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an diesem wunderbaren und so besonderen Ort, dem Hambacher Schloss, zum 8. Hambacher Architekturgespräch. Einmal Ihnen allen willkommen hier im Saal, aber auch allen, die uns über den Livestream verfolgen. Schön, dass es möglich ist, Gäste hier begrüßen zu dürfen, aber natürlich auch schön, dass Sie aus der Ferne dabei sind. Das 8. Hambacher Architekturgespräch, eine kleine Tradition für viele von Ihnen sicherlich, eine Premiere für mich. Ich habe die Ehre, Sie heute durch diesen Abend zu begleiten. Mein Name ist Marie-Christine Werner. Was erwartet Sie in den kommenden 2 Stunden? Nach einer kleinen Begrüßungsrunde gibt es 3 Impulsvorträge mit Beispielen aus der Praxis von Architekten und aus der Denkmalpflege und dann eine Podiumsdiskussion. Die Hambacher Architekturgespräche sind eine gemeinsame Veranstaltung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und der GDKE, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Und das wäre jetzt für mich die Gelegenheit gewesen, Frau Dr. Heike Otto zu begrüßen, die neue Generaldirektorin. Sie musste leider heute ganz kurzfristig aus familiären Gründen absagen. Statt ihrer sprechen wir mit Dr. Markus Fritz von Preuschen, dem Leiter praktische Denkmalpflege bei der GDKE, der dankenswerterweise Frau Dr. Otto heute vertreten wird. Schön, dass Sie da sind. Ebenso wie Thomas Metz, der frühere Generaldirektor der Generaldirektion, der die Reihe mit ins Leben gerufen hat. Er ist zusammen mit dem BUGA 2029 Geschäftsführer Bertolt Stückle gekommen. Dann darf ich den Präsidenten der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, Gerold Reker, sehr herzlich begrüßen, sowie quasi den Hausherren Hans-Ulrich Ihlenfeld, den stellvertretenden Stiftungsvorsitzenden Hambacher Schloss. Schönen guten Abend. Denkmalpflege 4.0. Verstehen, fortschreiben, vermitteln ist dieser Abend überschrieben. Dabei geht es um die Digitalisierung in der Denkmalpflege. Was kann diese sein? Wie weit sind wir da? Welche Probleme stellen sich bei der Umsetzung? Aber auch, wo ist das Ziel? Wo ist die Vision? Fragen, die wir gleich hier erörtern wollen mit diesen Gästen, mit Dr. Christina Kraftschick, der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und den Architekten Serge Morkens und Matthias Siegert, den frisch gebackenen Träger des Deutschen Architekturpreises 2021. Herzlichen Glückwunsch noch von dieser Stelle. Gestern wurde die Meldung öffentlich. Den Preis bekommen Sie aber nicht für das Hölderlin-Haus, das Sie uns heute vorstellen, das Projekt, sondern für das Projekt Zusammenwohnen in Hannover. So, dann darf ich begrüßen aus dem Finanzministerium Bianca Klein, die Leiterin der Geschäftsstelle Baukultur, sowie Felix Edlich, den Leiter der Bauabteilung. Den Präsidenten der Handwerkskammer Pfalz, Dirk Fischer. Dann darf ich die Mitglieder des Kammervorstandes und der Vertreterversammlung begrüßen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich das nicht namentlich tue, aber herzlich willkommen Ihnen auch. Und weil es auch für ihn eine Premiere ist, will ich den neuen Leiter des Zentrums Baukultur begrüßen, Dr. Björn Heck-Marti. Und schließlich nicht minder herzlich die Kollegen und Kolleginnen der Medien. Ich darf Sie noch mal kurz auf die Corona-Regeln hier im Saal aufmerksam machen. Wenn Sie sitzen, dürfen Sie die Maske abziehen. Wenn Sie wieder aufstehen, setzen Sie bitte die Maske wieder auf. Und insgesamt gilt natürlich, bitte halten Sie Abstand. Und noch ein Hinweis, da diese Veranstaltung auch live im Internet zu verfolgen ist und danach auch auf YouTube zu sehen sein wird, sind hier Kameras. Es kann also sein, dass Sie im Saal, im Film oder auf dem Foto zu sehen sein werden. Wer das nicht möchte, der müsste sich dann an dieser Stelle verabschieden. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Formalitäten erledigt und können starten. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten für die Begrüßungsrunde Dr. Markus Fritz von Preuschen von der Generaldirektion Kulturelles Erbe, dann Gerold Reker, bitte kommen Sie schon hoch, und Hans-Ulrich Ihlenfeld. Sie dürfen die Maske abnehmen und wir stellen uns einfach ein bisschen auseinander. Ich komme zu Ihnen in die Mitte. Ja. Wenn Sie noch ein bisschen auseinanderrücken, dann genau. Können Sie? Ja, okay, dann machen wir es so. Heute Abend geht es um Digitalisierung in der Denkmalpflege. In der Vorbereitung auf diesen Abend habe ich ganz schnell gemerkt, dass jeder mit einem anderen Blick auf dieses Thema schaut und auch verschiedene Vorstellungen von Digitalisierung hat. Deshalb erstmal die Frage an Herrn Fritsch von Preuschen.
Preuschen, was ist das für die GDKE, was ist das Wichtigste in Sachen Digitalisierung in der Denkmalpflege? Das eine ist natürlich, dass wir in der Denkmalpflege oder den Schlösserverwaltungen den Kontakt zu den Planern halten. Da gibt es rasend schnelle Entwicklungen, was es an Modellen, Animationen, an Formaten gibt. Und wir sind letztlich auf der Behördenseite und wir brauchen die Schnittstellen, dass das in Zukunft auch weiter funktioniert. Und über die Digitalisierung im reinen Architekturbereich hinaus ist natürlich auch in ganz Rheinland-Pfalz in allen öffentlichen Einrichtungen gerade mit Hochdruck das Thema die digitalen Akten, der digitale Aktenplan des Landes, dieser ganze Austausch zwischen den Verwaltungen und den Planern auf der anderen Seite. Das sind so die großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen. Und Herr Reker, in der Architektur, Sie sehen da nochmal ganz anders, Sie blicken da nochmal ganz anders auf die Digitalisierung und arbeiten da sicherlich auch ganz anders mit. Ja, das ist bei uns in der Digitalisierung immer die Frage, dass wir entwerfen, entwickeln, gestalten wollen. Das heißt, da muss ein Apparat sein, der einfach funktioniert. Und wenn wir jetzt auf das BIM-Thema wechseln in den nächsten Jahren, müssen natürlich Fakten, die von der Denkmalpflege kommen oder von anderen, so eingearbeitet werden können, dass sie nicht hindern, sondern eigentlich damit auch zügiger bearbeitet werden können. Das heißt Grundlagenpläne oder eingemessene Pläne oder das, was die Denkmalpflege in Sammlungen hat, dass man darauf zugreifen kann. Und das muss in Portalen geschehen, die dann auch einfach schlüssig funktionieren. Wir wissen, dass das ein weiter Weg noch ist, obwohl das Online-Zugangsgesetz uns ja bis Ende 2022 das auferlegt. Da wird man sicherlich noch den einen oder anderen Schleichweg finden müssen, damit man es in irgendeiner Weise ans Laufen kriegt. Wir sehen es jetzt beim digitalen Bauantrag, was das doch für eine Hürde ist, bis man das in einen Umsetzungsprozess bekommt, der dann auch über alle föderalen Stufen in den Bundesländern initiiert und gefördert wird. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber Corona hat uns ja Kräfte verliehen und dann werden wir das auch schaffen. Herr Ihlenfeld, welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung im Bereich der Denkmäler? Also ich sehe natürlich auch in erster Linie mal die Verwaltungsseite, weil ich Chef einer Kreisverwaltung bin. Und da haben wir natürlich jetzt sehr viele Erleichterungen. Also es gibt die Software für die Baugenehmigung, für die Bauakten. Es gibt aber auch passend dazu noch eine weitere Software für Denkmalpflege oder Denkmalschutz, für die Entscheidungen, die da zu treffen sind. Wir haben seit Jahren WebGIS, wir haben ein Dokumentmanagementsystem und so weiter und so weiter. Aber wenn man sich alleine mal jetzt die Corona-Zeit vorstellt, unsere Mitarbeiter, wenn die mit Bauakten nach Hause gehen, haben sie einen riesen Koffer mit Unterlagen. Und wenn man das Ganze digital erledigen kann, gibt es natürlich viele Vereinfachungen, die natürlich jetzt auch in die Zeit passen und in die Entwicklungen, die damit verbunden sind. Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem Bereich, wo Sie schon da digital arbeiten? Wir haben eine ganze Reihe von Erfassungen, die digital erfolgen bei uns. Und ich kann ein sehr prominentes Beispiel nennen, wo im Moment digital auch erfasst wird. Es gibt ein Projekt der TU München zur Erfassung der Bau- und Konstruktionshistorie der Limburg, ein bedeutendes saalisches Klosterbauwerk. Und das wird überwiegend digital gemacht, auch mit Drohnenflug und ähnlichen Dingen. Und für mich war ganz interessant zu lesen, dass man in diesem Zusammenhang sich auch viel Aufwand sparen kann. Beispielsweise das Stellen eines großen Gerüstes entfällt weitgehend. Und das sind natürlich enorme Schritte, die so Forschungen sehr erleichtern. Aber ich glaube, es ist eine Umbruchzeit. Es gibt viele andere große Maßnahmen, die noch in hergebrachter Weise stattfinden. Beispiel auch bei uns, Freinsheim, Stadtmauer, Erfassung der gesamten Bausubstanz, das ist noch in hergebrachter Weise erfolgt. Mhm. Herr Fritz von Preuschen, wo steht denn Rheinland-Pfalz in Sachen Digitalisierung, Erfassung, Archivierung? Ja, also ich kann es natürlich nur für den Bereich der GDKE übersehen. Ich meine, wir haben seit einigen Jahren eine digitale Denkmalliste, das heißt PGIS. Das ist ein älteres System, was ursprünglich aus dem Bereich der Archäologie kommt. Da war erst die Denkmalliste drin mit ungefähr 35.000 Einträgen. Mittlerweile laufen darüber auch zum Beispiel die Steueranträge der Bürger, die dort verortet werden, und die Zuwendungsanträge oder die restauratorischen Untersuchungen zu einem Objekt wie der Limburg. Die sind dann da auch erfasst in solchen Unterlagen. Und Sie haben es gerade angesprochen, die Drohnenerfassung von Burgruinen, Burgen, das ist Stand der Technik, das machen wir immer öfter. Und
Wir sind da in den letzten 3-4 Jahren einen guten Schritt weitergekommen, aber es geht noch darum, die Vernetzungen zu allen anderen Bereichen auch noch zu verbessern. Herr Reker, wie könnte aus Ihrer Sicht diese Vernetzung noch besser sein? Was wäre Ihre Wunschvorstellung? Ich glaube, es ist schon sehr viel vernetzt. Das Problem, was wir immer wieder entdecken, nicht nur wir, sondern auch andere, die mit diesen Systemen arbeiten, es gibt halt unzählig viele Portale, die irgendwann mal aufgebaut sind, in sich auch flüssig funktionieren. Aber Sinn macht das eigentlich nur, wenn es wenigstens zu einem Großsatz mal zusammengeführt wird. Das heißt, es gibt dann ein Portal, in das ich überhaupt erstmal reinkomme und dann kann das verteilen. Und wenn ich höre, dass allein, glaube ich, beim LBB etlich um die 65, glaube ich, Einzelportale vorhanden sind, von der Abrechnung, von der Verwaltung, das ist Wohnungsbau, das steckt ja alles in einem Paket drin. Und das jetzt so zu entschlüsseln unter laufendem Betrieb, dass man das wieder zusammenkriegt, das ist eine Herkulesaufgabe und da sind ja alle dran und alle müssen es ja auch irgendwie lösen. Und das sehe ich so im Moment als das Hauptkriterium und auch den Haupteinsatz, weil jetzt alle auch im Moment auf Digitalisierung stürzen und jeder will das jetzt alles in irgendeiner Form kriegen. Man muss auch die Leute finden, die das alles umsetzen können, IT-Leute, die dafür geschult sind und dann auch fachlich noch die Kompetenzen haben, dass sie es richtig einschätzen können. Das sehe ich so im Moment als die eigentliche Haupthürde. Nicht, dass man es nicht kann, nicht hinbekommt, aber da muss daran gearbeitet werden. Wie setzen Sie das um bei Ihnen? Haben Sie dann, lassen Sie andere Dinge weg, um diese Digitalisierung voranzutreiben? Oder wie läuft das? Ja, sicher. Die Mitarbeiter sind ja nicht beliebig verfügbar oder die Arbeitskraft kann man ja nicht beliebig steigern. Das muss Schritt für Schritt gehen und wird natürlich zunächst einmal an einzelnen Stellen eingesetzt, um dann quasi im Großen angewendet zu werden. Ich darf aber vielleicht noch auf was hinweisen. Das ist ja hier ein Kreis von Fachleuten, die sich das alles gut vorstellen können und gut mit Bauwerken und Baudenkmälern arbeiten. Aber ich sehe vor mir unsere Bevölkerung und habe schon häufig die Erfahrung gemacht, dass die Bürger sich überhaupt nicht ein Bauwerk, das noch nicht gebaut ist, vorstellen können. Das gilt natürlich auch für die Vergangenheit. Was vergangen ist und nicht mehr da ist, ist ebenfalls nicht vorstellbar. Und ich glaube, dass durch die Digitalisierung ein Riesenschritt genommen wurde, um das den Bürgern begreiflich zu machen, um Denkmalzonen wieder auferstehen zu lassen, zu zeigen, wo ihr heutiges Gebäude steht und wo es früher einmal, in welcher Kulisse es gestanden hat und so weiter. Ich glaube, das sind wichtige Dinge, damit Denkmalpflege, Denkmalschutz, aber überhaupt Architektur auch verstanden werden kann. Wie treiben Sie das Thema voran? Denn wir haben eben schon gehört, dass 2022, das ist jetzt irgendwie sehr bald, ja. Sehr schnell. Wie gehen Sie damit um? Wir haben innerhalb der GDKE eine Arbeitsgruppe seit einem Jahr etwa, wo es darum geht, auch die Vernetzung der Direktionen innerhalb der GDKE auf diesem digitalen Niveau zu organisieren und auch sozusagen die Schnittstellen zum Beispiel zu einer Kreisverwaltung mitzudenken oder zu einem Bauamt. Also wenn jetzt so ein Bauantrag kommt, kann ja auch ein Kulturdenkmal betroffen sein. Und diese Verbindungen herzustellen, da arbeitet gerade ein Kreis dran. Das ist der Verwaltungsteil. Aber genauso gut unsere Direktion Burgenschlösser Altertümer, die ja Burganlagen, Schlossanlagen betreibt, die nutzt auch, was Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel digitale Erfassungen, um daraus Rekonstruktionen vergangener Zustände den Besuchern zu zeigen, also sowas im Hinblick auf eine Augmented Reality oder sowas. Das sind auch so Möglichkeiten, um auch für den Bürger, der selber ja nicht auf der Planungsseite steht, den davon profitieren zu lassen. Also man muss zweigleisig fahren, auf jeden Fall für Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch für die Profis. Wie ist da nochmal der Unterschied? Wo würden Sie dann den setzen, Herr Reker? Ich glaube, eine grundsätzliche Sache, über die man jetzt vor allen Dingen nach Corona mal nachdenken muss, ist einfach unsere Vorgehensweise, die wir nun über viele Verwaltungsjahrzehnte hinter uns haben, dass man die einfach auch mal abfragt. Nicht? Da gehen andere Nationen flotter mit um, weil sie ein anderes Rechtsverständnis haben. Nicht? Die Amerikaner, Angelsachsen, denen, die fangen erstmal an, sind innovativ, probieren und dann merzen sie die Fehler aus. Und bei uns ist es so, dass wir erstmal anfangen, dann alles bis zum Gehtnicht
nicht mehr überprüfen und zum Schluss wird es vor Gericht geklärt und das dauert. Also dieser Prozess, der da immer so drinsteckt, der muss einfach auch mal ein bisschen gelockert und überdacht werden. Sicherlich haben wir eine hohe, präzise Verwaltungslogik hinten dran, aber da ist auch sicherlich manches, was sehr stark erstmal abgesichert gefahren wird, um dann irgendwo reinzukommen. Dann ist es meistens schon veraltet und da sind andere schon wieder weiter. Also da wird man sicherlich, das hat aber jetzt nicht mit Bauen oder mit uns zu tun, sondern generell mal drüber nachdenken müssen, ob es da sinnvollere Möglichkeiten gibt. Meines Wissens sind da ja alle auch dran. Es gibt das Bauen Plan 4.0 und alles, was da jetzt im Hintergrund läuft, das sind ja große, große Bewegungen, die da sind. Aber wie gesagt, das dauert doch noch ein bisschen, bis sich das alles gefunden hat. Aber ich glaube schon, dass unsere Verwaltungen in einem guten und intensiven Dialog sind mit Architekten. Ja. Also auch schon in einem Stadium, wo noch nicht der endgültige Plan auf dem Tisch liegt. Es mag sein, dass da vieles dann schief geht oder auch gerichtlich geklärt werden muss, aber vieles wird eben auch im Vorfeld in einer guten Art und Weise, in einem Dialog auf den Weg gebracht und alles, was unterstützend ist und dazu zählen Software, digitale Möglichkeiten, hilft. Vielleicht darf ich eins noch dazu sagen, wir haben ein großes Programm vor uns stehen, das wird alle Ingenieure, Architekten, Strukturplaner treffen, das ist das Thema BIM, Building Information Modeling, das heißt alles, was gebaut wird, wird erst im Maßstab 1:1 in einem Modell als reines Analysemodell gebaut, kann dann vorgeführt werden, der Bürger, der Kunde kann sehen, was da passiert. Und da gehen natürlich eine riesen Datenflut hinein, die erstmal bewältigt werden muss. Und da möchte man natürlich auch den Bauantrag mit reinpacken und da möchte man auch den Denkmalschutz mit reinpacken. Das heißt, dieses Riesenpaket, das alles in einem 1:1-Modell zu haben, das ist eigentlich die große Aufgabe und da werden wir hinkommen, aber da muss noch richtig was reinfließen. Wann meinen Sie, ist es soweit? Der Blick in die Glaskugel? Ich gucke lieber immer, was wir haben wollen und gucke dann, wenn ich nach hinten gucken, bringt ja nichts. Wir müssen sehen, dass wir es hinbekommen und nächste Pandemie wird uns wieder ein bisschen nach vorne treiben. Herr Fritz von Preußen, die einzelnen Bundesländer sind sehr unterschiedlich weit in der digitalen Erfassung. Sind Sie vernetzt mit anderen? Tauschen Sie sich da aus? Ja, natürlich über die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger ist natürlich auch der Austausch zwischen den Landesämtern der verschiedenen Länder. Ich meine, Frau Kraftschick aus Niedersachsen wird heute einen kurzen Impulsvortrag halten. Wir sind bundesweit vernetzt. Sie müssen allerdings bedenken, dass die gesetzlichen Grundlagen völlig unterschiedlich sind. Ob es jetzt Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz oder Hessen ist, da gibt es große Unterschiede oft. Aber die Problematik der Erfassung, der digitalen Erfassung und der Verpflichtung der Behörden, Schutzgebiete, sei es jetzt ein Naturschutzgebiet oder eine Denkmalzone oder ein Kulturdenkmal, den Bürgern sozusagen transparent zu machen, die gibt es in allen Bundesländern. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken, ganz herzlich. Meine Damen und Herren, noch ein kleiner Werbeblock. Wir haben jetzt viel über professionelle Dinge gesprochen, aber ich glaube, die Digitalisierung hat natürlich auch die populärwissenschaftliche Seite und ich möchte Sie aufmerksam machen, schauen Sie mal unter Google Arts and Culture nach Hambacher Schloss. Da finden Sie wunderbare digitale Führungen, einzelne Ausstellungsbestandteile. Ich glaube, da sieht man auch, was heute möglich ist, von zu Hause aus gemütlich bei einem Glas Wein, was man da alles erleben kann. Das Hambacher Schloss hat ja sozusagen die Technisierung in den letzten Jahrzehnten in einer mustergültigen Weise vollzogen und ich freue mich immer, wenn ich in diesem Kreis hier bin, weil bisher alle Themen, die hier behandelt wurden, irgendeinen Bezug gehabt haben, auch zu diesem Bauwerk, zu diesem historischen, bedeutenden Bauwerk. Vielen Dank für den zusätzlichen Hinweis. Wir haben jetzt viele Themen angesprochen, die wir natürlich im Laufe des Abends noch weiter vertiefen wollen. Fürs Erste darf ich mich bei Ihnen bedanken und Sie wieder auf Ihre Plätze bitten und einen Zwischenapplaus. Genau, und wir machen aber direkt weiter mit dem ersten Impulsvortrag. Und dazu darf ich den Architekten Matthias Siegert auf die Bühne bitten, vom Stuttgarter Büro von M. Und er wird uns von der Sanierung und der Erweiterung von Friedrich Hölderlins Geburtshaus in Laufen am Neckar berichten. Bitte schön, ich mache hier Platz. Ja, vielen Dank. Ich freue mich heute besonders, heute hier zu sein, wieder mal vor Publikum zu sprechen. Das Hölderlin-Haus ist jetzt fast über ein Jahr fertig und ich durfte es noch nie in der Öffentlichkeit zeigen. Ich
begrüße alle, die hier sind. Es ist toll, dass wir hier sein dürfen. Ich begrüße aber auch alle, die digital dabei sind. Das weiß man immer nie, wer es ist. Von einer weiß es. Meine Freundin guckt heute zu. Hallo Michelle. Und auch das ist eine schöne Entwicklung, dass eben Leute, die nicht hier sind, dem Ganzen uns zuschauen können. Ja, ich habe hier was zum Weiterklicken. Hölderlins Geburtshaus. Ich habe hier mal Bilder zusammengestellt. Zwischen den Seiten liegen 4 Jahre, 4 anstrengende Jahre, 4 spannende Jahre. Wir haben damals links das Gebäude so vorgefunden. Es war ein Wettbewerb, den wir für uns entscheiden konnten. Und das Büro Strebewerk aus Stuttgart hatte damals die Bauaufnahme gemacht. Und wo ich nachher auch noch was zum digitalen Raumbuch sage. Wir hatten damals uns das Haus angeguckt, das ist ja von Plan auch nicht immer ganz einfach, da kostendeckend da durchzukommen. Es ist eben ein sehr kleines Haus, dann noch mit dem Neubau hinten dran. Das sind eigentlich mehrere Projekte, die da in einem stecken. Es war am Anfang auch so, dass das Büro Strebewerk gedacht war, dass die für den vorderen Teil des Hauses, für den Altbau, alle Leistungsphasen machen und wir dann eben hinten nur für den Neubau unsere Leistung machen und eben noch die Ausstellungen dazu. Hier sieht man mal einen Blick, wie das Gebäude früher ausgesehen hat aus in den historischen Fotos. Das Bestandsgebäude hier, geprägt durch das Scheunentor hier. Die Straße war schon immer da, aber nicht so befahren wie es heute. Heute ist es eine Landesstraße. Ganz spannend auch, dass das Niveau der Straße sich so über die Jahre angehoben hat. Das sieht man, wenn man die Treppen hier sieht, da ist eine verschwunden. Und zur Situation, also hier unten ist die Stadt Laufen, da fließt die Zaber, wir haben hier Neckar, passt jetzt nicht mehr drauf. Aber es heißt, es ist eben auch Hochwassergebiet, was es an mancher Stelle nicht einfacher gemacht hat. Hier vorne das historische Haus mit der Scheune, der Anbau, den man hier sieht, der sich auch über die Jahre hin gewandelt hat, nicht zum Besseren, sondern eher hier zu so einem seltsamen Auswuchs, Garagenauswuchs. Und hier direkt eben, wie man sieht, mit der historischen Klostermauer aus dem 13. Jahrhundert, ziemlich verwebt. Hier stand eine Scheune, als wir damals begonnen hatten. Und wie man auch sieht, also hier ist eine Feuerwehrzufahrt von Altenheim, hier die Straße, hier ist der Nachbar und hier geht es einen Hang hoch. Die Baustelleneinrichtungsfläche war hier auf der Seite. Wenn man sich also so ein paar Sachen wünscht, die man als Architekt nicht will, dann haben wir es da gehabt. Wir hatten eine tolle Bauaufnahme. Wir sehen die Kartierung hier vom Büro Strebewerk, die Klostermauer aus dem 13. Jahrhundert, der Keller aus dem 15. Jahrhundert, dann verschiedene Bauabschnitte im Haus durch. Das war tatsächlich schon rein faszinierend, was da über die Jahre hin immer wieder passiert ist. Deswegen ist das Haus selber, Hölderlin ist dort geboren, aber eben auch ein Exponat und es gibt jetzt auch einen Museumsführer, um das Haus auch zu leben, zu erleben, weil da doch die eine Türe ist vom Hauseingang in eine Innentür umgewandelt worden. Da wurden Balken versetzt, was man heute nie mehr machen würde, aber damals eben die Baumaterialien so teuer waren, dass sich das gelohnt hat. Es gab verschiedene Aufnahmen, wie es so üblich ist. Der Laserscan hier, wir hatten einen historischen Pflasterbelag, den wir nicht entfernen durften, hat es jetzt nicht gerade noch einfacher gemacht, weil wir mussten ja alles durch das Hoftor durch. Wir hatten innen verschiedene Bohrungen gemacht, hier einen Blick in Gewölbekeller rein, hier 40 cm Kartoffelstampf, der sich dort über die Jahrhunderte angesammelt hat, bis hin nachher zu Drohnenaufnahmen, weil wir die Kubatur der Scheune hier im Neubau fortgesetzt haben. Dann gab es da noch einen Winkel im Grundstück. Ich glaube, man sieht, das Ganze hat es jetzt bautechnisch nicht gerade einfacher gemacht. Begleitet hat uns in dem Prozess das digitale Raumbuch vom Büro Strebewerk. Das ist eine Eigenentwicklung von dem Stuttgarter Büro. Wohlgemerkt, die Spitze muss ich jetzt verteilen. Die hatten damals die Idee, sind zum Landesdenkmalamt gegangen. Die hatten kein Interesse an sowas. Dann haben die das selber entwickelt. Und wer mal so ein bisschen was mit Software zu tun hat, weiß, das ist wahnsinnig geldaufwendig, zeitaufwendig, sowas zu programmieren zu lassen, dann mit jedem Rechner-Update auch wieder in Betrieb zu halten, dass die Daten entsprechend gesichert werden. Das ist also ein immenser Aufwand und da der Stelle auch mein echter Respekt, dass sie das gemacht haben, weil uns hat es sehr viel geholfen. Schon allein in der Schnittstelle, dass wir nachher, als wir den Bauprozess begonnen hatten, hatten wir eben gemerkt,
Das wird schwierig für beide Büros, da wirtschaftlich durchzukommen. Und dann haben wir in beidseitigem Einverständnis gesagt, das Büro Strebewerk macht Leistungsphasen 1 bis 3 vom Altbau und dann ab der 4 übernehmen wir es, dass spätestens in der Werkplanung und bis zur Bauausführung das in unserer Hand ist. Da war natürlich das raumscharfe Raumbuch, wie wir es hier haben, natürlich super, weil die dort alles eingetragen hatten. Die Statik hatte alles eingetragen. Das Landesdenkmalamt nicht. Hätte man aber tun können. Es war für uns aber eben dann auch ein gutes Tool, und an der Schnittstelle nahtlos anzuknüpfen, ohne eine große Übergabe, weil das ist fast nicht möglich in so einem komplexen Bestand. Wir haben, als wir damals Luthers Sterbehaus saniert hatten in Eisleben, da hatten wir ein analoges Raumbuch, das heißt, da haben wir immer die Information bekommen, haben es praktisch in eine Excel-Datei und eine Word war es zwischendrin eingetragen und dann wieder an alle verteilt. Das mussten wir hier nicht, das war sehr schön, weil das, was drin war, war dann entsprechend gleich den anderen zugänglich. Da gibt's, wir hatten damals eben die Räume vergeben, das ist jetzt heute ein bisschen anders. Da gibt es eine Weiterentwicklung von dem Raumbuch. Wir haben da statisch in den Räumen gearbeitet. In der alten Scheune hier hatten wir dann Räume aufgelöst, die gab es dann so nicht mehr. Und da kam das noch so ein bisschen an die Grenze, ist jetzt mit der neuen Version wohl gelöst. Ja, wir hatten damals eben die Idee, die alte Scheune hier abzubrechen. Sie sehen hier die Klostermauer. Und hier hinten in Verlängerung von der Scheune hier einen Erschließungsturm hier einzustellen. Man sieht es im Schnitt, die Kubatur vom Dach folgend, geht es eben auch um den Gewölbekeller hier zu erschließen. Der Baufachmann ahnt schon hier mit einem Verbau nach unten, das heißt eben er dicht da nochmal ein Stück runter. Das Ganze zwischen denkmalgeschützter Klostermauer, hier der Giebelwand und dem Hang, das Ganze noch im Hochwasser. Und weil es dann noch nicht genug war, haben wir gesagt, jetzt machen wir es noch aus Sichtbeton. Ja. Obwohl wir im Büro meistens mit Holz bauen, aber hier dem Gebäude gegenüberzustellen, wollten wir sehr kubisch arbeiten, um einfach auch zu zeigen, dass was Neues ist aus einem Material, das es damals noch nicht gab. Wir haben hinten den Treppenturm mit einem entsprechenden Aufzug, also alle Funktionen, die der Bestandsbau nicht erfüllen kann, haben wir dort reingesteckt. Und haben durch die alte Scheune mit Stegen eben das vordere Haus erschlossen. Hier sieht man so ein bisschen im Schnitt. Ja, wir mussten da auch eine Balkenlage kürzen, weil sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich weiß noch, wie die Frau Dr. Nagel nach dem Wettbewerb zu mir gesagt hat, diese Balkenlage kriegen Sie nicht von mir. Wir haben sie dann doch gekriegt, weil... nicht, weil wir rechthaberisch sind, sondern weil es einfach die beste Lösung für das vordere Haus war, weil eben die ganzen Funktionen wie Erschließung und barrierefreie Erschließung vor allem hier eben durch den Neubau hinten erfolgen konnte. Jetzt geht es nicht weiter. So, jetzt. Ja, dann haben wir angefangen zu bauen. Ich habe damals noch einen Bürgermeister vorgewandt und gesagt, ja, wir haben einen ganz sportlichen Zeitplan. Das kam dann auch noch oben drauf. Wir hatten ja 20. März letzten Jahres mit Hölderlins Geburtstag eigentlich eine Eröffnung anstehen, was jetzt auch gerade in der Situation zwischen Klostermauer und Bestand jetzt auch nicht gerade förderlich war. Aber wir haben es dann angefangen. Und muss auch sagen, so alle Probleme, die wir auch hatten, haben wir alle konstruktiv gelöst. Wir haben einen ganz tollen Bauherrn. Muss auch an der Stelle wirklich sagen, ich glaube, so eine Stiftung in Eisleben war auch toll. Aber ohne tollen Bauherrn können wir als Planer sowas auch nicht realisieren. Ja, wir hatten dann wirklich die Archäologie hier im Hof. Wir hatten die Grubenhäuser gefunden. Wir hatten Schadstoffe, das ist kein Christo, das ist ein von M. Und in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft, da wurde das ganze Haus eingehüllt, um die Schadstoffe dort zu eliminieren. Wir hatten dann während dem Umbau, sind wirklich ganze Teile der Fassade, haben uns verlassen und eben auch Teile des Bodens, weil dort Schäden eben auch so nicht sichtbar waren. Wir hatten ein, zweimal den Fall, dass der Dielenbelag oben noch okay war und irgendwo da Wasser reingetropft ist, auf dem Balken durchgelaufen ist, den Balken zerstört hat und das hat man nicht gesehen. Also da war sehr viel Überraschung, wie es, glaube ich, aber auch normal ist. Ja, dann haben wir angefangen zu graben sozusagen, hat sich herausgestellt, obwohl die alte Scheune da war und vom Niveau her unter der Kirchenmauer, unter der Klostermauer stand, die hatte
kein Fundament. Das heißt, wir haben die erstmal unterfangen müssen. Dann die Giebelwand, wo wir runter sind, da ist der Gewölbekeller dahin, die mussten wir auch unterfangen, um dann eben die Grube herzustellen. Das war so einer mit von den spannendsten Momenten, weil hätten wir da ein Hochwasser gehabt. Das Hochwasser staut sich dann, wenn es ein richtiges Hochwasser ist, bis zu der Ebene, dann wäre es wieder ein bisschen schwieriger geworden. Ja, hier sieht man dann, das ist meine Rohbaufolie jetzt für Sie, weil wir vielleicht nachher auch noch aufs Thema Handwerk und Sensibilität sprechen. Es gibt natürlich Gewerke, die sind nur im Denkmal tätig, unser Rohbau war es nicht. Demnach war es manchmal ein bisschen unsensibel. Der hatte dann aber eben auch die Aufgabe, Sie sehen hier den Neubau hier reinzusetzen, Baustelleneinrichtung war hier drüben, es ging alles mit dem Kran über die Straße rüber. Anfang hatten wir noch die Zuwegung hier durch das Haus, was jetzt später Technikzentrale war und eben den Altbau mit einer Leitungsführung unter die Treppe und den Neubau hier mit einem Kanal entsprechend versorgt hat. Der hat Öffnungen gemacht und da wurden dann wiederum die Stege von der Seite reingeschoben, weil wir konnten innen ja nicht aufbauen, die Stege auch nicht mit dem Kran reinlupfen, weil das Gebälk ja da war. Also das war durchaus an vielen Stellen wirklich spannend, da auch denn alle entsprechend einzutakten, aber eben auch eine zentimetergenaue Öffnung hier in den Bestand reinzusetzen von jemand, der nicht unbedingt im Denkmalbereich tätig ist. Ja, Ende gut, alles gut, jetzt sieht es schön aus. Wir sehen die Stege hier, die da durchgehen, die auch Teil des Rundganges ist. Ganz spannend, wie man die Scheune auch von verschiedenen Ebenen erleben kann. Das ist der Bereich, wo man ankommt in der alten Scheune und hier oben eben mit der Ausstellung. Die Ausstellung haben wir komplett immer von den Wänden weggezogen, weil das Haus selber auch ja Denkmal ist, Ausstellungsstück ist. Und da konnten wir als Ausstellungsgestalter dem Raum selber auch genügend Raum geben, weil jeder kann die Raumkubatur entsprechend erleben, weil wir eben hier keine wandfüllenden Einbauten, Szenografien gemacht haben und uns eben hier auf die Einbauten beschränkt haben. Ja, vier spannende Jahre. Wir hatten das Raumbuch und das war schön. Stellt sich nur die Frage, wie kann es denn weitergehen? Jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Bild. So darf ich vorstellen, das ist meine Tochter. 9 Jahre, ja, mit Corona-Maske, wie es sich gehört. Das Bild ist im Herbst entstanden. Die hat eine HoloLens-Brille auf. Wir haben im Büro gerade ein Forschungsprojekt von Holzbau mit der Hochschule der Medien zusammen, wo wir eben, weißt Thema HoloLens, sagt das jemand was hier? Vielleicht mal kurz eine Hand. Okay, dann erkläre ich es kurz. Mit einer HoloLens-Brille kann ich die Wirklichkeit mit eingespielten Objekten überlagern. Das heißt, ich könnte mir hier ein Glas Wein hinstellen oder noch 5 Flaschen dazu. Das würden Sie vielleicht gar nicht sehen. Ich mit meiner Brille schon. Das heißt, ich kann direkt dort überlagern. Und es ist eben dreidimensional. Wir können alle zusammen um die Flaschen rumlaufen. Ich kann jetzt aber natürlich auch eine Kartierung an der Wand vornehmen, könnte ich vornehmen, weil ich Objekte ja hier platzieren kann. Ich kann da Datenblätter hinterlegen, wenn ich wollte und so weiter. Und das ist das, wo wir vielleicht nachher mal besprechen können. Wie viele Minuten habe ich noch? Schon um, also, dann hören wir uns das für nachher auf, aber da würde man gerne einen Ausblick vielleicht geben oder nachher im Gespräch noch geben können, weil ich habe so das Gefühl, auch selbst mit dem digitalen Raumbuch, wenn ich es mal mit dem Telefon vergleiche, wir sind da noch mit einem kabelgebundenen und statt einer Wählscheibe haben wir jetzt einen Tasten dran, aber Sie haben alle Smartphones und da müssen wir irgendwann hinkommen, weil sonst geht es uns vielleicht in der Denkmalpflege wie mit Nokia. Irgendwann sind wir mal weg und die anderen machen es alleine, weil der Zug fährt und entweder wir fahren mit oder wir fahren nicht mit. Da können wir auf jeden Fall noch später drauf eingehen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle erst mal Matthias Wiegert. Wir sehen uns gleich nochmal. Und dann darf ich Serge Morgens auf die Bühne bitten aus dem Architekturbüro Pfitzner und Morgens, so ist es richtig, aus Hannover. Bitte schön. Ja.
Dann bin ich alles klar. Vielen Dank. Also der Begrüßung meines Vorredners, die perfekt war, möchte ich mich einfach mal anschließen, sonst verhaspel ich mich dann an dem Fall noch. Aber sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute auch einen Impuls geben dürfen mit unserem Projekt der Gerhard-Uhlhorn-Kirche. Das ist im Prinzip für uns auch diese Umnutzung einer denkmalgeschützten Kirche zu studentischen Wohnen ist erstmal eine echte Herausforderung, aber auch eine sehr schöne Herausforderung, muss man einfach sagen. Und ich möchte Sie jetzt ganz kurz gleich mal, jetzt habe ich hier diesen Pointer nicht, dann mache ich es einfach mit der Maus vielleicht, oder können Sie mir das geben? Möchte ich Sie dann gerne doch einmal durchs Projekt führen, erzählen, was wir da gemacht haben und auch darauf zu sprechen kommen kurz, wie die Herangehensweisen waren, wo wir also digital und auch analog gearbeitet haben. Also dieses Spannungsfeld fand ich gerade ganz interessant mit der HoloLens, merke ich mir dann gleich, ist bestimmt hilfreich, aber auch nicht sofort erfunden. Ja, wir sehen hier einmal das Luftbild der Gerhard-Uhlhorn-Kirche. Das ist eine absolute Top-Location, würde ich mal sagen, wirkliche Landmark in Hannover, und dann höre ich auch auf mit den Anglizismen. Im Stadtteil Linden, der ist extrem gefragt, viele Studenten. Und unten sehen wir das Leineufer, die Promenade, und hier links einmal kurz auch die Dornröschenbrücke, die eine echte Ader ist zwischen Hannover-Linden und dem Stadtteil, oder ich sage mal dem Stadtteil, wo eigentlich der Unicampus ist und wo man von da aus auch in die Innenstadt weiterkommt. Also da passiert wirklich was. Das ist eine sehr gefragte Stelle. Und 1963 hat der Architekt Rainer Riemerschmidt, sieht man da rechts unten mal kurz die Postkarte, dieses Gebäude fertiggestellt. Und zwar, würde ich mal sagen, in Klaster 60er Jahre Schule. Wunderbar abgesetzter Kirchturm mit stilisierter Kornähre oben, diese Kreuzen. Dann gibt es dort dieses Erdgeschoss, so eine Art massiver Balken, der mit diesen Hunderten von Fenstern einer Wabenfassade dort umsäumt ist. Im gleichen Rapport, alles natürlich Einfachverglasung, wie man sich so wünscht. Und das Kupferdach genauso schön. Besteht aus Kupfer und einer einfachen Holzschalung. Also eigentlich die 1A-Wärmebrücke oder die perfekte Kühlrippe, wie auch immer man das nennen will. Haus-in-Haus-Prinzip kommt da später natürlich auch rein, das ist eigentlich klar. Diese Kirche wurde 2012 wurde erstmal entwidmet und 2012 zum Verkauf angeboten. Und da gab es viele Entwürfe, gute und weniger gute. Und da kommt man auch schnell an den Punkt, was macht man eigentlich mit einem Denkmal? Und 2016 erwarben die Projektentwickler und Investoren Dirk Felsenmann und Gerd Meinhoff diese Schule. Die sind tatsächlich sehr bestandsaffin. Und man hat sich dort tatsächlich was überlegt. Die sind nämlich als erste, glaube ich, von den ganzen Bewerbern ohne Konzept an die Denkmalpflege herangetreten und auch an die Kirche und haben gesagt, was könnt ihr euch denn eigentlich vorstellen? Das ist natürlich ein Trick, wenn man erstmal keine Arbeit reinsteckt. Aber es ist definitiv so, dass man da ergebnisoffen rangehen wollte und gesagt hat, natürlich selbstverständlich ist die Kirche, wo man respektvoll umgehen muss. Es ist das Denkmal, mit dem man umgeht, unabhängig davon, ob es nur eine Kirche ist oder nicht. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Es ist letztendlich auch der Wunsch gewesen, oder das war ein Konsens, selbstverständlich, man versucht, eine sozialverträgliche Nutzung da reinzubringen. Soweit erstmal dieses Thema. Und dann haben wir uns die Kirche, wollen wir mal schauen. Alles klar, Zeit läuft. Innenaufnahmen, so haben wir die Kirche kennengelernt und vorgefunden. Clean, sauber, eigentlich ein fantastischer Raum, fast viel zu schön, um irgendwas noch reinzudenken. Ja. Also diese Lichtkunst ist jetzt von der Pixelung nicht so erkennbar, aber es ist der Blick Richtung Empore, bereits ohne Altar, Materialität, Sicht, Beton, Holz und dieses diffuse Licht, also wirklich ein Traum. Und ja, da braucht es natürlich Bestandsunterlagen und das haben wir ziemlich analog gemacht. Wir hatten das vorher kurz gehört. Wir sind nämlich tatsächlich ganz einfach mit dem Zug nach München gefahren und haben uns da auf die Suche begeben. Und da gab es wirklich fantastisches Material, aber nicht alles davon trifft natürlich zu. Das weiß man auch. Die Dachschrägen, passt das? Ja, nein. Wir haben da baukonstruktiv viel draus gewonnen für Brandschutz und auch Bauphysik war das wirklich eigentlich ein Fundus, aber es gibt eben auch Abweichungen. Und dann kommt man eben schnell an den Punkt, hat man gerade gehört, dieses 3D-Aufmaß, eine Punktwolke, die lässt man dann schon machen, einfach zur Überprüfung, ob es besondere Verformungen gibt oder ob die Dachschräge denn auch wirklich so passt. Ich mache mal einmal weiter, der hängt hier vielleicht, weil eigentlich, ja, das ist also das Abbild dafür. Und das ist im Prinzip für uns die Basis oder die Grundlage für unsere ja, 3D-basierte Planung. Also wir haben nicht in der Punktwolke gearbeitet, sondern wir haben das genommen, haben Grundrisse, Schnitte kann man im Prinzip an jeder Ebene dort führen und haben das aufgebaut und haben dann angefangen, diesen Raum zu verdichten mit Planung, letztendlich mit Räumen, mit Ausnutzung, was ein Investor so alles haben möchte. Und dann stößt man schnell an die Grenzen, nicht im Bereich der Fassade, was aussehen könnte, aber auch
eher mit dem, was, wo es knirscht ist und wo man dann sagen muss, jetzt kommen wir nicht weiter, es ist zu eng, wir wollen mehr wissen, wir müssen den Finger in die Wunde halten, wo, was verträgt dieser Innenraum eigentlich? Und das ist definitiv das erste Mal, dass wir ein 50stel-Modell eigentlich gebaut haben in den Projekten, die wir hier normalerweise bearbeiten, weil der Innenraum das erforderte. Und das ist auch ziemlich nüchtern, wenn man da drauf geht und sagt, mit der Finnpappe, das ist alles in beige und alles, was neu kommt, ist grau. Also keine Augenwischerei gegenüber Denkmalpflege, das geht da rein und so eng wird es dann auch. Und da hangelt man sich dann schon an den Punkten ab und das Modell war sehr groß, man kann es komplett aufklappen. Es war absolut zielführend und schnell, um zu einem Konsens zu kommen, was man dort sich trauen kann oder was man dann macht. Das ist eigentlich schon eine Erkenntnis gewesen, wo wir gesagt haben, ja, ich sag mal so eine Fassade, da sieht man schnell diese Schlitze, die da reingekommen sind, die sind neu, das verträgt, das hätten wir auch rendern können. Aber wir sind dort eigentlich tatsächlich gut gefahren mit dieser einfachen Variante. Links sehen wir mal so ein hohes Fenster im Dach, das ist einfach nicht verträglich, das ist ganz anders gekommen. Das haben wir so nicht gebaut, das war ein flaches am Ende. Und wir haben uns eigentlich versucht zurückzuhalten. Und man sieht es ja eigentlich auch, es sind wenig Eingriffe. Es sind diese Loggien zurückliegend mit diesen neuen Schlitzen. Genau an der Stelle in der Wabenfassade, es sind die paar Dachflächenfenster, die drin sind für das Geschoss oben. Und es sind dann ein paar Schlitze mitten durchs Graffiti, wo die Gemeinschaftsküche im Eingangsbereich gleich lief, wenn man reinkommt im Erdgeschoss. Und hier sehen wir das ganze Haus in Hausprinzip. Sie sehen hier eigentlich, oder die Planung sieht vor, 5 Wohnungen. Davon sehen Sie eine und die anderen 4 sind im Ufergeschoss als geförderter Wohnungsbau umgesetzt. Und das hier ist eine gesamte Wohnung mit 27 Zimmern, Bad und einem Kühlschrank jeweils, damit der WG-Stress nicht vorprogrammiert ist. Und warum macht man das? Für 26 Stellplätze oder 27 mehr gab es einfach keine Möglichkeit. Und da hat der Investor gemacht, da machen wir das Experiment und wir werden schauen, ob es tatsächlich, ob man gut fährt. Und wesentlich war eigentlich, dass man, und das ist auch der wesentlichste Punkt eigentlich oder der Knackpunkt gewesen, dass man diesen Kirchenraum weiterhin in voller Höhe, in voller Breite und auch in voller Tiefe in bestimmten Bereichen unter der Empore dort weiter erleben kann. Diese Einschnürung wird hier sehr deutlich, was man mit dem Gebäude macht, aber letztendlich ist der Kirchenraum weiter erlebbar und erkennbar. Und jetzt zeige ich kurz noch mal ein paar Fotos von der Baustelle, Stahlkonstruktion mit Andeutung des Luftraums, hinten noch geschlossen die Fassade. Dort haben wir im Weiteren dann, jetzt einmal andersrum geschaut, eigentlich schon den Leichtbau mit Holz und Dämmung natürlich vom Haus-in-Haus-Prinzip Richtung Empore geschaut und rechts hier schon die Öffnung für die Gemeinschaftsdachterrasse auf dem Dach. Und so sieht es dann heute aus. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass diese Lichtkunst einfach so weitergeht. Die ist auch zur Info einfach mal nur 1990 oder 99 erst investiert worden. Man hat dort andere Bilder gehabt. Jetzt schauen wir einmal Richtung Altar, das verhüllte Kreuz und dann in der Mitte dieser Austritt für die Dachterrasse in der Höhe. Und dann haben wir einmal einen Blick nochmal Richtung Empore. Kein Streitpunkt, aber der wesentlichste vielleicht. Wir haben die runtergesägt, man sieht das hier, um diesen Umlauf zu ermöglichen. Das sieht man in so einem Modell, das kann man als rendern, aber wenn man darüber spricht und man schneidet das raus, dann geht es schon auch ums Eingemachte. Das ist einfach nochmal der Blick hier unter der Empore, wenn man reinkommt und rechts schon mal ein Blick ins Bewohnerzimmer und in eins der Bewohnerzimmer mit der Glaskunst der Winterkapelle und dann hier Zimmer im Erdgeschoss links und rechts Dachgeschoss und die Gemeinschaftsküche mit Vitrastühlen ohne Menschen. Vitrastühle sind übrigens Teil des Mietvertrages für diese Studenten. Man hat also gemischt IKEA und was anderes. Und man kann das Gebäude auch multifunktional wirklich nutzen. Es ist tauglich, ganz ohne Maske. So, jetzt wo ich drauf gucke, ist vielleicht die größte Maske oben drüber, das verhüllte Kreuz. Und da können wir eigentlich nur hoffen, dass es demnächst mal wieder so ausschaut. Und das ist eigentlich vielleicht die Aufnahme, die mir selbst persönlich am besten gefällt, wo man diese Schichtung sieht und was eigentlich mit dem Denkmal da passiert ist. Und da sieht man auch sehr gut, dass da so ein Graffiti auch einfach mal stehen bleiben kann. Das muss es auch abkönnen, wenn man es nutzt und wenn es ein bisschen robust sein soll. Vielen Dank. Sehr schmorgens, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung dieses spannenden Projektes. Da finde ich, ist Homestudying gar nicht so schlimm in so einem Studierendenwohnheim. Ich darf jetzt Frau Dr. Christina Kraftschick auf die Bühne bitten, die Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. Und bitteschön. So, ich lege mir das mal da. Jetzt hört man mich auch. Wunderbar.
Ja, Sie sehen auf Ihren Plätzen hoffentlich eine Zeitung, die ich mitgebracht habe. Die ist nicht digital gekommen, analog gekommen. Und vorhin war ja so ein bisschen auch das Thema, sind eigentlich die Landesämter, ist die Denkmalpflege eigentlich auf den Zug aufgesprungen? Fand ich natürlich wunderbar, weil wir mit diesem Heft dieses Thema Denkmale im Netz doppeldeutig auch behandeln im Moment bei uns im Haus. Und wir können ja jetzt mit der ersten Folie starten. Also auch ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute zu diskutieren. Und bin auch gespannt, wo jetzt am Ende die Kontroverse ist. Das werden wir ja dann vielleicht auch noch mal sehen. Achso, muss ich was? Ich muss selber, ne? Kann ich ja machen. Ah ja, wunderbar. So, ja, und mit diesem Jahresmotto Denkmale im Netz haben wir im letzten Jahr, im Januar 2020, haben wir mit einer analogen Einladungskarte, also so richtig kriegt die Denkmalpflege das dann doch immer nicht hin. Ne? Also das ist jetzt ein digitales Projekt und wir haben aber mit einer Karte eingeladen. Wir haben auch für uns selber, um eigentlich auch vorzubereiten, wie kann man eigentlich so ein digitales Projekt, was sind die Erwartungshaltungen, was sind die Adressaten, haben wir dann auch wieder ein analoges Format erstmal entwickelt, also so einen kleinen Flyer gemacht, um auch die unteren Denkmalschutzbehörden abzuholen und zu sagen, was erwartet uns, wenn wir jetzt mit den Denkmaldaten online gehen, und das ist auch was Besonderes, was wir jetzt in Niedersachsen gemacht haben, komme ich auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen, dass wir zum Glück im Rahmen des Digitalisierungsplans des Landes Niedersachsens eine Förderung bekommen haben. Das war sehr natürlich sehr hilfreich, weil es so aus ganz eigener Kraft zu schaffen ist, das natürlich nicht ganz so einfach. Das heißt, wir haben für 5 Jahre jetzt einen 7-stelligen Betrag bekommen und durften da auch neue Kolleginnen und Kollegen einstellen und mussten aber ja auch trotzdem sehen, wie können wir dieses Projekt bei uns im Haus verankern. Und ja, wie gesagt, dann war eben dieser Online-Gang im Januar 2020. Und wir sehen das dann auch gleich, weil wir mit dem Projekt ja da erst gestartet sind. Also es gibt ja andere Landesämter, die nehmen sich das auch ähnliche Projekte vor oder haben sich die auch schon vorgenommen, haben die dann durchgeführt und als es fertig war, ist das dann online gegangen. Das haben wir nicht gemacht, weil wir eben einfach gesagt haben, erstens sind wir relativ spät im Vergleich zu anderen Landesämtern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch versucht, das auch noch ein bisschen breiter zu denken. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen mit Ihnen durch den Werdegang und natürlich auch die Veranlassung, warum machen wir als Landesamt überhaupt so ein Projekt. Und ich dachte, da wäre jetzt noch eine Folie dazwischen, aber gut. Ich wollte Ihnen eigentlich noch eine Folie dazwischen zeigen, die wir immer gerne noch mal zeigen, im Sinne von, über welche Größenordnung von Beständen reden wir denn, wenn wir Denkmale präsentieren. Und das ist ja eben ein wirklich sehr, sehr kleiner Bestand des gesamten Gebäudebestands in Deutschland. Wir reden immer so über 2 bis 3%. Und wir haben auch durch Denkmalforschung, können wir mittlerweile sagen, dass das, was man so klassisch von der Denkmalpflege erwartet, dass es so die historisch Älteren sind, muss man ja leider auch sagen, dass im Moment eigentlich noch so roundabout 10% des gesamten Gebäudebestands älter sind als 100 Jahre und wir im Schwerpunkt im Bestand ja mit den jüngeren Beständen, also der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, umgehen. Und wir schauen jetzt eben auf diesen sehr ausgewählten, ach, das ist diese Folie, jetzt war sie genau falsch rum, ich hatte irgendwie, glaube ich, einfach die Reihenfolge hier geändert. Also das einfach nur so als kleiner Einstieg in diesen Überblick. Und wir haben eben, ich bin tatsächlich von der Reihenfolge anders, ich muss leider mal hin und, nee, dann fehlt das. Wieso? Das ist schade, weil ich wollte Ihnen eigentlich noch, ne, dann müssen wir das jetzt anders machen. Das passiert manchmal. Ich habe das einfach zu früh abgeschickt, glaube ich, und habe dann noch für mich geändert. Also ich wollte Ihnen einfach so ein paar Highlights der Denkmallandschaft in Niedersachsen zeigen. Vielleicht kommt das gleich noch auf der nächsten Folie. Und hier eigentlich nochmal, das sind Bilder, die entstanden sind, als ich in Niedersachsen im Landesamt angefangen habe, vor 3,5 Jahren, wo man eben auch dann bei so einem Neubeginn natürlich nochmal fragt, was ist eigentlich das Selbstverständnis unserer Aufgabe, was sind unsere gesetzlichen Aufgaben, aber wo haben wir ja auch Gestaltungsspielräume. Und wir haben das dann anhand von, also es sind jetzt ganz großformatige Bilder, die bei uns im Haus hängen, über das Dienstgebäude, was ein altes Krankenhaus ist, was früher mal eine Villa des 19. Jahrhunderts war, und haben da eben einfach nochmal so ganz programmatisch auch ein paar
Thesen an die Wand geworfen, aber eben auch, was ist das Amt? Und das Amt ist das forschende Amt, weil es eben die wissenschaftlichen Grundlagen schafft, in der hoheitlichen Aufgabe auch der Denkmalausweisung und eben das kooperierende Amt, auch im Sinne der Vermittlung. Und da ist natürlich dieser Denkmalatlas auch sehr stark verortet und natürlich auch der Bereich eben der Beratung, klassisch in der praktischen Denkmalpflege. In Niedersachsen ist das Amt ja auch mit der Archäologie verbunden. Ja, und wenn man dann eben schaut, was ist also sozusagen die hoheitliche Aufgabe, dann ist die Inventarisation ja schon eine große Herausforderung, weil wir einfach den Ansatz haben, dass wir quasi systematisch und wissenschaftlich aus diesem großen Konglomerat von eben, wir nennen das immer Sachgesamtheiten, also einfach von diesen großen Baubeständen einfach die wichtigen Repräsentanten herausfiltern, die wir eben glauben, dass wir sie von einer Generation zur anderen weitergeben sollen, weil sie eben Aussagewerte hat, die über das rein Ästhetische ja hinausgehen. Aber das wäre ein anderer Vortrag, das muss man jetzt nicht machen. Aber wo finden wir diese Dinge? Und das ist natürlich etwas, dass man sagen kann, dieses Verständnis, dass man jetzt einfach sagt, wir haben überhaupt diese Idee von Werterhaltung, die greift natürlich schon sehr weit zurück und es gab natürlich auch schon viele Ansätze, eben erst einmal anzufangen. Denken wir an Karl Friedrich Schinkel für Preußen, der eben gesagt hat, also wenn es einen staatlichen Baumeister geben muss, dann muss der auch eigentlich Konservator sein, weil er ja erstmal gucken muss, mit was hat das denn da alles zu tun und muss das entsprechend erfassen. Und dementsprechend gab es natürlich auch in Niedersachsen im frühen 19. Jahrhundert Erfassungskampagnen, die aber dann ja in Form eben von Büchern mit Zeichnungen mit textlichen Erfassungen gearbeitet hat. Sie kennen alle den Reiseführer, Kunst- und Reiseführer von De Hio, ja auch einer der Gründerväter der Denkmalpflege, der jetzt aber so ganz ohne Bild und Zeichnung auskommt, sondern eigentlich wirklich nur textlich erfasst. Und dann hat sich eben in der Bundesrepublik dann auch in den 70er Jahren eine Reihe entwickelt, die eben die Denkmaltopographie der Bundesrepublik heißt. Und in allen Ländern hat man sich wirklich vorgenommen, da, ich weiß nicht, wie es Rheinland-Pfalz ist, mit, weiß nicht, 40, 50 Bänden da Beiträge zu machen. Das sind immer Absichtserklärungen gewesen. Und man hat bei all diesen großen Inventarisationskampagnen das immer sehr groß gedacht. Und dann hat man es natürlich in der Umsetzung nicht alles einhalten können. Und insofern haben wir immer viele Ansätze, die das machen. Und wir schauen ja jetzt heute auf das digitale Format. Ja, und einfach nochmal diese Frage, ja, warum machen wir das? Das ist einfach nochmal so ein Bild, was eben auch nochmal illustrieren sollte. Es ist ja die Grundlage jeglicher konservatorischer Tätigkeit, erstmal zu wissen, womit man zu tun hat. Und auch sowas finden wir im 19. Jahrhundert von einem Denkmalpfleger aus Frankreich, Viollet-le-Duc, dem man ja immer nachsagt, dass er ein sehr kreativer Denkmalpfleger war. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, kann ich sehr empfehlen, wie man ein Haus baut und hat da also einfach die Geschichte sich ausgedacht, dass er, dass ein Architekt seinem Neffen erzählt, wie man Architekt wird und da aus dieser Publikation stammt dieses Bild, also erstmal verstehen, womit wir es eben überhaupt zu tun haben. Ja, und dann haben wir eben im Amt natürlich nach wie vor noch mit den klassischen Karteikarten, das Niedersächsische Amt ist wie viele andere in den 70er Jahren eben eingerichtet worden als Institution. Und dann ist man eben losgezogen und hat einfach diese Erfassung zu Fuß gemacht und hat Bewertungskriterien entwickelt und hat das Ganze wirklich sehr, sehr analog vorgehalten. Und mit diesen Dingen sind wir ja dann sozusagen gestartet. Ja, und wie gesagt, was sind die anderen Formate, wie man dann die Denkmallandschaften zeigt? Klassischerweise eben auch in den Berichtsheften der Landesämter. Da ist ein großer Schwerpunkt natürlich auf den praktischen Projekten. Aber wir haben eben, und das war für mich am Anfang auch wichtig, eben nochmal zu sagen, was macht denn die Kulturlandschaft im Einzelnen aus? Und dass man auch eine interessierte Öffentlichkeit auch bei solchen Berichtsheften ja durchaus nochmal in dieses Thema einführt. Und dann hat sich das überlagert eben mit der Initiative des Denkmalatlases. Und wenn wir solche Hefte jetzt wie hier, typisch Niedersachsen, das ist natürlich eine rhetorische Frage, also die Vielfalt der regionalen Bautraditionen aufzuzeigen, dann ist der Denkmalatlas, den wir jetzt auch endlich anschauen, eigentlich natürlich viel mehr dieses Format, was eben diesen breiten Überblick geben soll. Und die Hefte haben jetzt auch andere Schwerpunkte bekommen. Und eins davon ist eben das, was Sie vorliegen haben. Und da gibt es ein Forschungsprojekt zum Thema eben Denkmale im Netz, wo wir die historischen Eisenbahnbrücken in Niedersachsen und Sachsen untersuchen wollen. Ja, und jetzt kommen wir einfach zu dem Projekt selber. Der Denkmalatlas
Niedersachsen, so wie er sich jetzt online darstellt. Eigentlich müsste ich mit Ihnen da jetzt auch online durchgehen, aber aus Sicherheitsgründen habe ich gedacht, mache ich das jetzt mal so halb analog im Sinne von Screenshots, damit wir einfach sicher sind, dass auch der Weg da jetzt passt. Ja, das Besondere für uns war, ein Projekt, ein Anfang, ein Ende, ein Geld zum Glück. Auf der anderen Seite eine Kernaufgabe des Hauses, die Inventarisation, die Qualifizierung. Das heißt, in Niedersachsen war das auch nie wirklich so abgeschlossen, dass man sagen konnte, zu all diesen Objekten, und wir reden über 120.000 Baudenkmale und auch mal nochmal 100.000 archäologische Denkmale, wobei wir hier nur die obertägig sichtbaren präsentieren, ist das eben etwas, was leider auch noch nicht wirklich abgeschlossen war. Wir haben natürlich die besonders hochwertigen Denkmale, wo wir mit einer großen Tiefenschärfe erfasst haben, aber wir haben auch das ländliche Bauen und haben viele Objekte, wo wir einfach nur sagen, es ist ein Denkmal nach der Denkmalfähigkeit und haben aber nicht eine wirklich individuelle Begründung oder Beschreibung, und das war jetzt einfach die große Aufgabe oder ist auch für uns jetzt noch die große Aufgabe dieses Projektes. Wir können vielleicht hinterher noch kurz sprechen, wie das auch technisch funktioniert. Wir machen das nicht alleine, das ist also ein Netzwerk. Das heißt, wir arbeiten mit der Verbundzentrale in Göttingen, also von dem Bibliotheksverband, dem Gesamtbibliotheksverband, und sind auch mit dem Landesamt für Geoinformation und Vermessung. Das heißt, der rote Faden des Denkmalatlases ist die georeferenzierte Karte. Das sehen wir auch gleich. Und wir schauen dann aber jetzt auch nochmal im Einzelnen, was das Projekt noch leistet, denn auch die Grundlage, wie bei allen anderen Ämtern, ist, dass wir ja schon Fachinformationssysteme haben, also digitale Fachinformationssysteme, die aber, und das heißt bei uns im Moment noch AdaptWeb, wird aber auch gerade überarbeitet, aber das ist eben das, was jetzt für die unteren Denkmalschutzbehörden auch schon zur Verfügung steht und je nach Zugang auch für diejenigen, die dann Anfragen stellen als Planer. Und die Idee ist natürlich jetzt, dass wir gesagt haben, einerseits soll das auch so bleiben, also viele Informationen für wenige und wenige Informationen auch mit den ganzen datenschutzrechtlichen Dingen dann eben für viele, sprich die Öffentlichkeit. Und so ist er jetzt eben online gegangen. Und auch das ist nochmal so eine Folie, wo wir einfach zeigen wollten, was ist denn dann diese Wissensplattform und wie sind eigentlich die Adressaten? Und wir schauen jetzt gleich einfach stärker auf den linken Bereich Öffentlichkeit und Gesellschaft. Da haben wir nicht nur Recherchemöglichkeiten auf dieser Karte, sondern wir haben auch noch andere Formate entwickelt. Und wir haben auf der rechten Seite eben dieses Thema, dass man einfach eine belastbare Arbeitsgrundlage eben hat für all diejenigen, die umgehen. Und es ist natürlich auch eine Plattform für die Forschung, dass man eben sagen kann, wir stellen Daten zur Verfügung. Wir kriegen durch die Projekte auch Daten zurück und dann ist das natürlich etwas, was dann auch entsprechend fortgeschrieben wird. Und ich glaube, das Entscheidende ist auch, dass man eben sagen muss, es ist die hoheitliche Aufgabe. Wir müssen diese Daten ja auch entsprechend vorhalten und das ist eigentlich die Nachhaltigkeit des Projektes, was einfach wahnsinnig positive Effekte hat. Sie haben es vorhin angesprochen, ne, es gibt ganz viele Projekte, wo man einfach sagt, die sind mal entstanden, wie können wir die eigentlich dauerhaft vorhalten? Wir haben die Aufgabe, es dauerhaft vorzuhalten, insofern sind wir da also ein interessierter Partner. Bin ich jetzt mit der Zeit schon knapp? Ah, dann müssen wir das jetzt irgendwie auf später verschieben. Ich zeige Ihnen vielleicht einfach zwei Bilder noch, was mir wichtig ist, also das lassen wir dann weg. Es gibt Denkmalthemen, Denkmalressourcen, Recherche, die Denkmalliste und immer diese georeferenzierte Karte. Das mache ich jetzt ganz schnell, das kriege ich auch hin. Die Denkmalthemen war für uns ganz wichtig, um auch das Haus, also alle wissenschaftlichen Mitarbeiter auf das Projekt einzubinden. Das heißt, wir erzählen auch Denkmalgeschichten auf der Homepage und die sind dann immer mit den Objekten hinterlegt, die diese Geschichten bilden. Also zum Beispiel das Thema Bauhaus in Niedersachsen, dann liest man einen kurzen Text, man findet die Objekte, geht in die Objekte und kriegt dann die einzelnen Informationen. Bei der Kartenrecherche kann man unterschiedliche historische Karten auch hinterlegen und man kann immer wieder wechseln zum Thema Objekt oder zu diesem entsprechenden Narrativ und wir haben da unterschiedliche Tiefenschärfen, das würde jetzt zu weit führen, haben das auch verlinkt mit entsprechender Literatur, eben wieder auch die Denkmaltopographie, aber auch eben den DEHIO, was wir am Anfang gesehen haben, also versuchen das jetzt objektscharf da auch einzurichten und wie gesagt, diese Karte jetzt mit dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung ist natürlich auch toll, wenn man da jetzt eben alles hinterlegen kann. Also nicht nur dann die preußische
Landeskarte, die alte oder die Kurhannoversche, sondern eben jetzt auch solche Luftbildaufnahmen. Das war dann der Kurzritt am Schluss. Ich habe vielleicht am Anfang zu lange gebraucht, aber jetzt, Sie können es sich sehr einfach selber anschauen. Also Sie finden das unter www.denkmalatlas.niedersachsen.de. Ganz herzlichen Dank. Dr. Christina Kraftschick, bleiben Sie gleich hier oben. Wir setzen uns hin und ich bitte nochmal Herrn Schliegert und kommen Sie doch zu uns. Herr Schliegert und Herrn Morgens mit aufs Podium, wo Sie möchten. Dann hier. Ja. Ich habe mir übrigens den Spaß erlaubt, und im Vorfeld mal zu schauen, ob auf dem Denkmalatlas auch die Kirche von Herrn Morgens vertreten ist, und sie ist. Ja, da hat sie Glück gehabt, weil der Mitarbeiter, der zuständig ist, ein Denkmalthema hatte. Und dadurch ist das Objekt da reingekommen, weil Hannover ist noch nicht fertig. Ja, also wie wir aus den Eingangsgesprächen und den Impulsvorträgen erfahren haben, wird ja schon an ganz vielen Stellen digital gearbeitet, in unterschiedlicher Intensität und mit unterschiedlichen Programmen. Die Bereitschaft ist auch, so habe ich es wahrgenommen, da. Aber eben mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch und in vielleicht auch unterschiedlichen Richtungen und mit unterschiedlichen Programmen. Das digitale Raumbuch ist gefallen, Building Information Modeling ist gefallen, den Digitalatlas, den Sie gerade vorgestellt haben. Wie kann das, die Brille, von der wir gehört haben, wie kann das jetzt aber so kombiniert werden, dass man Doppelarbeit vermeidet, dass man nicht da nochmal das Gleiche macht, was schon getan ist, dass es eben optimal genutzt werden kann? Einfach in die Runde, ich weiß nicht, wer antworten will. Bitte. Also ich denke, ich hatte es ja vorher erwähnt, dass das ein Büro selber entwickelt hat, die Plattform. Sie hatten es gerade angesprochen, ne? Die Daten liegen jetzt in dem Büro. Wir geben jetzt für Sölderlin-Haus in der denkmalrechtlichen Genehmigung steht noch drin, wir müssen Bilder kleben. Ne, das ist natürlich eigentlich fatal, weil dann nehme ich so einen 3D-Scan, druck's auf ein kleines Bild und das kommt dann ins Archiv. Ja. Was wir jetzt machen, ist, wir füttern das Raumbuch, drucken dann das Raumbuch aus, dann wird das archiviert. Ja. Jetzt sind wir aber immer noch, wenn ihr das vergleicht, ja, beim Telefon mit Kabel. Eigentlich müsste man dahin kommen, dass man eine Software hat und die kann, glaube ich, nur amtsgeführt sein, wo ich eben auch die Rohdaten speichern kann. Ne? Die NSA macht es vor, die speichert alles, weil es irgendwann sagt, irgendwann können wir es auslesen. Ne? Das heißt, Sie sagen, was kann ich da draus lesen? Wir können jetzt sicherlich Dinge rauslesen, aber ich bleibe jetzt gerade mal bei dem Pflasterbelag. Wir haben jetzt teilweise den Belag im Innenhof hochgenommen und haben das eben mit einer neuen Struktur ergänzt, überlagert. Jetzt kommt irgendwann mal jemand in 10, 20, vielleicht 50 Jahren und sagt, das war Mist, was damals von M gemacht hat, das müssen wir wieder rekonstruieren, es muss alles wieder zurück. Ja. Das ist jetzt natürlich ein Wahnsinn, aber vielleicht sind wir dann technisch so weit, dass ich das einlesen kann und ein Roboter setzt das und dann ist es nachmittags getan. Ja. So, das heißt aber, wenn die Daten nicht mehr da sind und die werden dann nicht mehr da sind, das heißt wirklich die 3D-Daten, die Rohdaten, ja, dann ist es auch verloren. Weil anhand von dem Bild, von dem Ausdruck kann ich das nicht mehr tun. Und so ist es eben mit den ganzen, wir haben so viel Daten und vielleicht auch ein großer Datenwust, aber der geht jetzt verloren. Ja. Sobald wir aufs Papier gehen, ist es weg. Und dann ist es zwangsläufig so, dass das eigene öffentliche Institution führen muss, weil die müssen das... Genauso wie die Gebäude, die Daten zu den Gebäuden beschützen, bewahren, ja, und entsprechend auch über eine Datenbank zur Verfügung stellen. Weil ich kann ja das auch anderen zur Verfügung stellen. Was haben die gemacht? Mit welchen Materialien sind die dort reingegangen? Und so schaffen wir eigentlich eine riesige Datenbank, wo ich dann natürlich später auch mal was rauslesen kann. Also ich meine, ich hatte ja vorhin erzählt von dem Projekt, was wir jetzt mit den Eisenbahnbrücken angefangen haben. Und das war natürlich auch die Initiative auch von der Bahn eben zu sagen, wir haben einen bundesweiten Bestand und wenn wir mit der Denkmalpflege da ins Gespräch kommen wollen, dann ist das natürlich unheimlich mühsam, wenn man immer auf die einzelnen Fachinformationssysteme greifen muss und eigentlich nicht eben diesen Überblick insgesamt hat und dann machen die das sozusagen für sich. Ja? Also dann machen die ihre Brückenbücher und wir machen dann unsere Erfassung.
Erfassung und eigentlich funktioniert dieser Austausch nicht. Und das Projekt versucht, das, dem jetzt nachzugehen, das, weil wir ja auch es eben nicht schaffen. Mit der Kulturhoheit der Länder werden wir jetzt auch nicht sagen, es gibt ein Fachinformationssystem für die Denkmalpflege in der Bundesrepublik. Aber dass dieser Datenaustausch leichter funktioniert, das muss einfach jetzt wirklich das Ziel sein. Weil, wie gesagt, wir haben auch sehr unterschiedliche Adressaten. Ne? Also wir haben private Denkmaleigentümer, wir haben die Staatsbauten, wir haben die kirchlichen Bauten, die haben alle ein Interesse an diesen Überblicksgeschichten, einfach um auch sagen zu können, wo wollen wir denn strategisch hin, da hilft das ja auch. Aber also ich glaube, wir werden da noch Zeit brauchen, dass auch in so einem Denkmal, also bei uns jetzt auf dem Denkmalatlas, dass man eben sagt, das ist die erste Quelle, wo ich hingehe, wenn ich mich mit einem Objekt beschäftige, weil ich dann, wenn ich Glück habe, sogar Gutachten finde, sogar alte Bauaufnahmen finde oder ähnliches. Aber es ist ja auch mit Rechten dann wieder verbunden, ja, wenn ein Gutachten gemacht wurde. Also das ist bei uns noch eigentlich ein Ziel, aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, das werden wir ziemlich schnell auch umsetzen können. Aber es wäre genau das, was man eigentlich braucht. Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Sicherung des Bestandes, Konzentrierung aller vorhandenen Informationen zu einem Objekt, Transparenz. Was wären weitere Vorteile jetzt aus Ihrer Sicht als Architekt, Herr Morgens? Diese Daten ziehen zu können oder in welcher Richtung? Damit also auch arbeiten zu können, das haben Ich hatte eigentlich gerade einen anderen Gedanken. Ich hatte den Gedanken, dass wir ja nun alle in diesen Denkmälern arbeiten. Und wir bauen weiter und der Nächste wissen, wie war es. Und wie bringt man es trennscharf hin, dass man sagt, es gibt diesen Bestand, der ist sozusagen archiviert, sage ich jetzt mal, auf dem Stand, wo man sagt, das ist das echte Original. Und dann kommt was rein. Da gibt es Baukörper, wenn man anfängt, Materialien auszutauschen, weil es nicht anders geht, bewegt man sich sozusagen schon in einer Unschärfe. Bei dieser Kirche zum Beispiel ist es so, da kann man ungefähr alles wieder rausnehmen, was da drin war. Und es gibt diese Öffnung in der Fassade und das war es. Also vielmehr, das ist sehr einfach. Aber es gibt eben Bauvorhaben, wo man im Fachwerkbereich arbeitet, da wird das komplex. Und wie oder wer soll sich darum kümmern, wie trennscharf das ist? Und das würde auch voraussetzen, dass man letztendlich von den Planern eine Einheitlichkeit verlangt, die man beim Einlesen dann auch benötigt. Das ist, glaube ich, noch ein ziemlich weites Feld. Ich glaube, also mir als Planer würde es schon helfen, so eine Datenbank, weil ich kann dann natürlich auch mal schauen, ich habe einen Sandstein und brauche einen Mörtel dazu. Was haben andere Kollegen verwendet? Ne? Wenn das dann auch noch mit Datenblättern hinterlegt ist, dann kann ich mir da einfach ein Bild machen und sagen, Mensch, das ist ein Bild, das wir nachher von der Erscheinung her wollen. Und jetzt rufe ich über die Weltscheibe wieder den Kollegen an und kriege eine Auskunft oder nicht. Ja? Aber es müsste eigentlich so zugänglich sein. Und wenn es auch für jüngere Kollegen, die das dann zum ersten Mal machen, ist es natürlich, muss es ja da liegen. Ja? Und dann kann ich wirklich am Objekt schauen und sagen, hier ist der Stein und die Mörtelzusammensetzung. Ja? Und dann tue ich mir natürlich im Planen auch viel, viel leichter. Frau Krafczyk, bei Ihnen war, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Ihnen aber auch die Vermittlung besonders am Herzen liegt und wichtig war und Sie deswegen von Anfang an alles, was Sie online gestellt haben, auch zugänglich gemacht haben. Warum war Ihnen das so wichtig? Ja, weil einfach die Frage ist eben, wie ist die Reichweite? Ne? Also wie ist die Reichweite unserer Themen? Also ich glaube, dass es einfach so eine wichtige Zeit im Moment ist, dass die Denkmalpflege auch mit ihren methodischen Vorgehen, mit ihrer Grundhaltung, dass sie sich einfach wirklich einbringt in diese allgemeinen Themen, die wir im Moment haben, in Bezug eben auf Ressourcenerhalt. Und also warum ist die Denkmalpflege wichtig? Ja? Und das funktioniert ja nicht, wenn man immer nur so einen internen Dialog führt innerhalb der Denkmalpflege. Und wir haben einfach gemerkt, auch jetzt durch die Corona-Einschränkungen, dass zum Beispiel eben, und das ist ja heute auch hier so, wir machen einmal im Monat einen Vortrag und jetzt haben wir das Ganze über YouTube gemacht. Der Denkmalatlas hat eben Instagram, Twitter, Newsletter und wir haben eine Reichweite, die wir niemals vorher hatten und auf einmal ne, ist dieses Thema interessant, ja, und wir können einfach uns da einbringen. Also das ist wirklich eine große Chance, die man da hat. Es gibt aber ja auch Nachteile oder Problematiken. Wir haben es vorhin im Beispiel von Ihnen, Herr Morgens, gehört, dass Sie dann eben doch zu einem analogen Modell dann gegriffen haben, um es einfach noch mal besser verständlich zu machen oder noch mal es besser vor Augen zu haben. Also wo sind vielleicht auch die Grenzen? Ja, das ist im Prinzip erstmal so das Greifbare. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin rübergebracht habe, aber das Greifbare, wo man sich drumherum stellt, wo man reinschaut, wo man gemeinsam zu einem Konsens kommt. Ich denke, dass man das mit digitalen Mitteln genauso
verbessernd machen wird, aber es ist trotzdem so, wenn man für denjenigen, der auch plant, es ist trotzdem auch immer noch was anderes mit einer gewissen Unschärfe und einer Abstraktion. Und da ist man schnell, wenn man digital arbeitet, glaube ich, eben nicht mehr in der Abstraktion und ist quasi genau an dem Punkt dran, wo man dann eben, wie Sie es gerade gesagt haben, also wo man tatsächlich bis zur Mörtelsorte schon letztendlich alles aus einer Datenbank ziehen kann, und das brauchst du fürs Konzept vielleicht noch nicht, aber wir sehen im Prinzip schon Vorteile darin, wenn man projektbezogen entscheiden muss, wie man da vorgeht. Da gibt es nicht das Rezept, das liegt ja letztendlich am Gebäudekörper selbst, ob man so oder anders vorgeht. Ich stelle mir mal vor, bei dem Learning-Haus im Innenraum brauche ich da nichts bauen, weil da ist es eigentlich eine Frage der Arbeit mit dem Material und mit den Sparen. Und bei Fachwerkhäusern kennen wir das auch, dann bleibt fast nichts über. Das ist eine ganz andere Aufgabenstellung. Also das weiß ich nicht, ob man das mit digital oder nicht digital beantworten kann in dem Fall. Aber warum haben Sie dann trotzdem sich dann noch für das zusätzliche Modell entschieden? Was war das genau? Dass wir eigentlich an die Grenzen gestoßen sind, oder sagen wir so, dass wir unsere eigenen Screenshots, die wir gemacht haben, in Frage gestellt haben. Und ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Also es braucht manchmal eben vielleicht doch das Handwerkliche. Ich kann das jetzt irgendwie, es ist vielleicht nicht das, was alle hören wollen, aber das ist schon so. Und letzten Freitag, wir arbeiten gerade am Wettbewerb, hat die jüngste Mitarbeiterin bei uns im Team, hat sich riesig gefreut, dass wir zufällig eine große Box mit Copic-Markern, das sind so Farbstifte, wieder ins Büro gebracht haben. Nach dem Homeschooling war es sozusagen der Moment, das war durch, damit wurden Comics im Unterricht gezeichnet, und die hat sich da drauf gestürzt, und der ist ja nun wirklich, kann man nicht anders sagen, der Rechner schon in die Wiege gelegt worden, dieser Mitarbeiterin, also deutlich mehr als, ich sag mal, unsere Generation. Und die hat sich einfach darüber gescheut und gesagt, es braucht diese Unschärfe und die Skizze, und man kommt schneller auf Ideen. Also wenn wir über Konzepte reden, wie wir mit Denkmal umgehen, natürlich nicht um eine Erfassung. Das sind jetzt vielleicht auch zwei ganz unterschiedliche Fragestellungen, die wir hier behandeln. Aber da denke ich, ist es immer noch gut, wenn man das immer noch im Hinterkopf hat und auch benutzen kann. Es ist eben dieses Greifbare oder eben dieser Umgang ist schon noch anders, als jetzt zu versuchen, alles im Prinzip schon in Zahlen zu fassen, was da ja doch auch vielleicht sinnvoll ist und effizient ist, und insbesondere dieser Gedanke, das zu archivieren, dann brauche ich das auch. So geht es nämlich nicht. Das, was wir jetzt vorliegen haben, das kann man in dem Sinne nicht so richtig archivieren. Das funktioniert ja nicht. Da gibt es ein Ergebnis. Da ist vielleicht genau der Punkt, wo man sagen muss, da muss man schon ran und das muss man tatsächlich verbessern. Kennen Sie das auch? Dieses? Ja, also ich finde, ein Modell bauen dient ja zur Entmittlung vom Entwurfsgedanke. Wir müssen uns im Klaren sein, 95% aller Menschen können keine Pläne lesen. Das merken wir dann auch leider manchmal auch erst später, wer da dazugehört und wer nicht. Aber das dient zur Vermittlung. Das hat, finde ich, gar nichts mit der Digitalisierung zu tun. Jetzt kann man überlegen, ob man das Modell jetzt 3D druckt oder nicht. Das ist aber völlig egal. Das sind alle Mittel legitim. Das muss man auch immer fürs Projekt, für den Bauherrn abstimmen, ob das jetzt Skizzen sind, Renderings, dass sie 3D durchlaufen kann, dass ich in die Cave gehe oder eben ein Modell. Ja. Wir haben im Hölderlin-Haus auch Modelle gebaut, weil das einfach zu dem Moment einfach die beste Situation war. Was sich, glaube ich, nie ersetzen lässt durch das Digitale, ist eine Bemusterung vor Ort. Das kriege ich digital nicht hin. Ja, wir haben die Klappläden vor Ort bemustert in verschiedenen Farben, weil das komplexe Zusammenspiel aus Licht, das eben an jedem Ort anders ist, das lässt sich ganz schwer simulieren. Und dann ist es eben auch immer, wir tasten uns da auch digital ran, dass wir Farbcollagen machen, dann machen wir Materialcollagen, dann wird es analog. Und dann geht es aber tatsächlich ins Muster vor Ort, weil nämlich das lässt sich ganz schwer simulieren oder für uns noch nicht. Und es ist ja auch immer eine Frage des Endbetrachters. Ne? Ich kann, wenn ich jetzt jemandem eine Farbkarte schicke, der hat einen anderen Monitor, wenn Sie bloß mal spaßeshalber für den Monitor die Einstellung rumklicken, dann haben Sie 10 verschiedene Farben bei der Farbe, was ich geschickt habe. Ja. Das heißt, und das wird sich, glaube ich, nicht ersetzen lassen, hat aber auch nichts mit der Digitalisierung zu tun. Ja. Ich kann vorher sehr gut mich dort rantasten, und dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter.
Also ich glaube übrigens auch, dass wir einfach, also man denkt immer, man hat da wie so eine Konkurrenz, aber ich glaube, es geht gar nicht um diese Konkurrenz. Ja? Also dass wir jetzt sagen, natürlich braucht man da eine spezielle Kompetenz, um diese Informationen in diesen digitalen Formaten zur Verfügung zu stellen. Aber ich erlebe das oft so, dass es eben als Konkurrenz wahrgenommen wird. Und ich meine, auf der anderen Seite in der Bauforschung, ja, also wenn ich jetzt jemanden habe, der jetzt einfach nicht in der Lage ist, ein Gebäude zu verstehen, zu erfassen, weil er nicht den Hintergrund hat, wie historische Konstruktionen funktionieren, dann nützen nicht die tollsten Scans, ja, weil man doch einfach die Kenntnisse auch daraus ziehen muss. Und ich glaube, das ist einfach, was man sagen muss, das eine ist eine Methode und das andere ist, dass wir unsere Kompetenzen damit einfach aber auch besser in den gegenseitigen Austausch bringen, aber eben nicht. Und das hat dann wieder was mit den Ressourcen zu tun. Ja, wenn ich dann mehr Ressourcen dafür brauche, um jetzt zum Beispiel so einen Denkmalatlas zu erstellen, dann ist natürlich das auch bei uns eben die Diskussion, da ist auf einmal ein Schwerpunkt und dann müssen ja andere Dinge darunter leiden. Also eigentlich bräuchte man dann mehr Ressourcen dafür, um das zusätzlich zu erledigen. Und ich glaube, das, da hapert es natürlich an vielen Stellen, ne, dass man das nicht... Das wollte ich Sie gerade fragen, weil man aus den Denkmalbehörden immer hört, wir sind unterbesetzt, genau. Wir haben kein Geld. Und wie viel Überzeugungsarbeit mussten Sie in Ihrem Team leisten, um diesen digitalen Denkmalatlas zu stemmen? Also das war am Anfang war das schwer, ne, weil wir gesagt haben, einerseits, bevor wir das Projekt dann auch bewilligt bekommen haben, mussten wir ja schon mal sagen, das wird ein Schwerpunkt sein. Also müssen sich alle auch darauf einbinden mit ihrer Zeit. Auf der anderen Seite hat man einfach gemerkt, in dem Moment, wenn das eben auch erfolgreich läuft, dass wir damit auch eine positive Wahrnehmung bekommen, dann ist man auch mehr bereit, sich darauf einzubinden und dann ist das einfach so, ja, dann hat der Zug sich so in Bewegung gesetzt, weil man einfach gemerkt hat, dass man damit so viele Menschen auch erreicht und einfach dieses Wissen, was man eben glaubt, dass das im Amt, denken alle, das haben wir dann halt, das Wissen, ja, aber dass dieses Wissen interessant sein kann für eben auch eine Öffentlichkeit, also das war, glaube ich, ein guter Effekt, den wir jetzt hatten. Und was haben Sie dafür ein bisschen hinten angestellt oder ein bisschen nach hinten geschoben? Ja, wir haben natürlich versucht, darüber nachzudenken, was können Optimierungen sein in diesem Zeitmanagement. Ja? Und da ist zum Beispiel in dieser Krisenzeit, haben wir jetzt gemerkt, wir brauchen einfach ein bisschen mehr technische Ausstattung. Wir hatten eine relativ schlechte Ausstattung in Bezug auf Videokonferenzen. Haben das Amt ja in, also großes Flächenland und wir haben jetzt einfach solche Dinge, dass wir einfach sagen, das läuft jetzt als Videokonferenz, das werden wir auch weitermachen. Da muss man nicht einen ganzen Tag von Lüneburg oder von Oldenburg nach Hannover fahren. Also solche Dinge laufen natürlich schon, aber man muss unterm Strich schon sagen, und das weiß ich nicht, das müssten Sie jetzt ergänzen, man ist eigentlich wirklich in der Ausstattung in den Landesämtern an der Stelle, und das betrifft bestimmt die Hälfte aller Landesämter, wo man einfach, einfach wirklich zu wenig Kapazitäten hat. Denn dieses ganze Thema, dass, also wenn Sie alleine schauen, wie viele Objekte sind eben in der Zuständigkeit der einzelnen Mitarbeiter. Und diese negative Wahrnehmung, die kommt ja ganz schnell, wenn wir nicht schnell liefern können, wenn wir nicht schnell für Termine zur Verfügung stellen können und so weiter. Und das ist einfach ein Thema, also das ist jetzt völlig unabhängig von dem, was wir hier diskutieren. Aber deshalb war das umso schwerer in der Diskussion, ne, weil man eigentlich von schon am Limit sein jetzt noch einen Schwerpunkt gebildet hat. Also das war schwer. Ich glaube, Sie sprechen gerade vom Dokumentieren, ne, wo Sie jetzt gerade dran sind. Vorher wurde mal das Thema BIM angesprochen. Das ist ja mehr so ein Planungstool. Mhm. Ne, das ist eigentlich, steht es vorne dran. Und ich glaube, um da so eine Aufgabe zu stellen, dass wir das wirklich hier in die Denkmäler reinbringen, das ist das, was ich gesagt habe, das ist meine richtige Herkulesaufgabe, weil ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn wir eine Software haben, die sich auch vor Ort eben den Handwerkern oder allen vor Ort Beteiligten eine Erleichterung bietet. Ja. Wenn ich so eine komplizierte Software dann entwickle, wo ich dann auf der Baustelle was mache, das muss ich dann abends mich einloggen und dann da nochmal was freischalten, dann muss ich es hochladen, dann warte ich auf eine Bestätigung, dann hat es nicht geklappt, ja. Ich beschreibe gerade das Vergabeplattform der Stadt Stuttgart. Und dann rufen sie einen Support an und dann kostet es 1.000 Euro, weil ihr Support nochmal was machen muss, und dann haben sie keine Lust mehr, dann funktioniert es nicht. Ja. Wenn wir jetzt aber mal tatsächlich mal weiterdenken, sagen, jetzt nehme ich es nochmal kurz auf, sagen, ja, wir sind gerade so beim Schnurtelefon mit Tasten, ja, aber wenn man mal überlegt, Smartphone, was bedeutet das, ja, dann kommen wir jetzt nochmal kurz auf die Brille zu sprechen. Ja.
keiner läuft jetzt mit der Brille rum. Ja. Warum ich das Bild von meiner Tochter gezeigt habe, ist nämlich, weil ich habe eine Weile gebraucht, bis ich so ein 3D-Objekt im Raum verschieben und hier mit Gestik steuern konnte. Sie hat noch kein Handy und hat es alleine gemacht. Also es ist nicht, weil es ein Wunderkind ist, das kriegen andere auch hin. Ja. Hoffentlich hat sie das jetzt nicht gehört, aber, aber die gehen ganz anders damit um. Ja. Ich weiß es nicht, was es ist, aber die hat es verstanden. Und die geht da auch viel spielerisch damit um und findet das irgendwie auch anders so. Wenn man sich das jetzt nochmal weiterdenkt, dass die Brille jetzt noch so groß ist und in 10 Jahren vielleicht so klein ist, ja, und wenn man mal das Handy-Geschichte betrachtet, ist das wirklich nicht so abwegig. Dann können wir mal ein Szenario aufmachen, wenn wir dann eine gute Software haben, dann kann ein Handwerker vor Ort die Brille aufhaben, sie im Denkmalamt sehen, was macht der gerade. Da gibt es viele datenrechtliche Themen, werden da aufgemacht, das ist aber heute nicht das Thema. Sie sehen das, ja, sie müssen nicht vor Ort, ja, doch zur Bemusterung schon, aber für den Arbeitsablauf nicht. Ja. Und wir als Architekten sehen das und können vielleicht auch direkt eingreifen. Ja. Der Handwerker sieht, weil er es überlagert hat, wir haben immer mehr ausländische Handwerker in seiner Sprache, was er denn dort tun muss. Und er sieht, am Stein links oben muss ich was tun, rechts unten bitte nicht. Ja. Und dann nimmt er sein Mörtel, scannt den ein und dann ist links oben, was er gerade bearbeitet, ist nämlich das Datenblatt gleich hinterlegt. Ja. Und dann fängt er an zu arbeiten. Und ich glaube, wenn wir mal so irgendwo hinkommen, ja, dann ist es auf der Baustelle nämlich eine Erleichterung für alle. Und dann macht es einen richtigen Schritt nach vorne. Weil ich als Planer kann dann reingehen in einen Raum, kann das nicht mehr raumweise, sondern pixelgenau festlegen. Ich kann neue Dinge überlagern. Ja, und jemand, der dann wiederum reingeht, der weiß dann, wo an welcher Stelle was zu tun ist. 10 Jahre mindestens, ja, und wenn überhaupt, weil das Budget ist ja immer knapp. Aber ich glaube, dass sowas durchaus realistisch sein könnte. Ob man das gut findet oder nicht. In anderen Bereichen ist es schon so, wenn wir im Holzbau planen, dann ist das alles 3D geplant, das ist in BIM geplant und das geht dann nachher direkt auf die Fräse. Da sitzt keiner mehr dran und lenkt den Balken mit der Hand ab, sondern das ist alles CNC gesteuert. Das kommt hinten verpackt raus auf den LKW und dann geht es auf die Baustelle. Ja. Es ist jetzt verschiedentlich schon angeklungen, Herr Rege hat das vorhin auch eingangs gesagt, eben das rechte Problem. Da können wir wahrscheinlich einen ganzen Abend drüber sprechen, aber vielleicht sprechen wir es doch kurz an. Was sind da noch die größten Hürden? Einfach, dass Dokumente zum Beispiel von Architektenbüros erfasst wurden und in deren privaten Bestand ist sozusagen. Was sind die größten Hürden dabei? Also ich meine, wir haben nach wie vor das Problem mit den Fotoabdeckungen, dass wir halt am Anfang haben wir gedacht, jetzt können wir so Crowdfunding machen und sagen, jeder macht jetzt mal ein Foto von dem Objekt, was wir in den 80er Jahren aufgenommen haben und dann schickt ihr uns das. Und das sind halt alles Dinge, wo man, das kann man nicht einfach so machen. Also man darf noch nicht mal das Foto machen, dass man sich eben über das Grundstück, über den Zaun lehnt. Also da muss man schon genau wissen, nach welchen Bildrechten man dann entsprechend agieren kann. Und das ist dann schon deutlich eingeschränkt. Also das hat uns auf jeden Fall am Anfang beschäftigt. Und auch tatsächlich dieses Thema, dass viele eben sagen, es gibt schon Untersuchungen, aber die Untersuchung hat irgendjemand mal, da hat er mal Geld für bekommen und hat einen Auftraggeber gehabt. Und dann muss man das natürlich auch da, muss man die Rechte erbitten. Ne, und das ist etwas, was, glaube ich, auch nicht so einfach funktionieren wird. Ne? Wo stoßen Sie an rechtliche Grenzen? Ich habe den Eindruck, wir merken doch alle, dass wir es uns irrsinnig kompliziert machen, oder? Weil wir einfach einen Schritt, also es ist nicht einfach nach vorne zu kommen mit der Frage, da muss es Antworten geben und die werden sich so, da tastet man sich ran. Und das Problem, wir hatten das vorher, fand ich ganz interessant, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, da hatten Sie, glaube ich, auch gesagt, dass man irgendwie einen Schritt weiter kommen möchte und dass es manchmal die Bremse ist, aber das ist, ich glaube, wir kommen da drum nicht herum, dass wir uns damit auseinandersetzen, so ein bisschen gegen die Wand laufen und dann einen Vorteil daraus ziehen. Genauso wie wir das jetzt mit der ganzen Videokonferenz-Orgie sozusagen in ganz Deutschland hier erlebt haben. Es hat einen Riesensprung gemacht und da kann es ja nicht schaden, wenn man da einfach auch weiter versucht. Und diese Fehler zu machen, wir sagen, im Ausland ist man da schneller dabei. Das kann sein, hier will man alles perfekt, gleich perfekt machen. Vielleicht ist es dann auch die Mischung, aber wir stolpern doch oft über diese Punkte, dass man hier
weil sie müssen das dann auch verantworten, wollen das zusammenführen und das kann ich, also ich denke, da gibt es auch gerade noch gar kein Rezept. Und diese Datenmengen, über die wir hier auch sprechen. Ich finde es schade mit den Rechten, weil das ist so ein typisch deutsches Klein-Klein, mein Bild, meine Rechte. Ja, wir haben im Landesdenkmalamt ein Detail zur Verfügung gestellt, wie wir einen Dachrand gelöst haben, wurde auch gefragt nach den Rechten. Wir haben gesagt, nehmt's, dann sollen es andere eben auch machen, können dort zur Verfügung stellen. Ja. Und ich finde es schade, weil es einfach ganz viel verhindert. Ja. Ich kann mir keine Datenbank aufbauen. Ich leide da auch immer wieder drunter. Ich habe ja nicht mal die Rechte von den Bildern, die ich beim Fotografen bezahlt habe. Ich habe zwei Pressebilder, mit denen kann ich machen, was ich will. Der Rest muss ich mal fragen. Und da fängt es ja schon an für mich. Ich komme aber auch nicht drum rum. Aber natürlich, um so eine Datenbank aufzubauen, muss das geklärt werden. Und ja, das ist ein langer juristischer Weg, den hier keiner löst. Ja, das muss ganz oben gelöst werden. Aber man muss sich, glaube ich, immer im Klaren sein, was es verhindert. Ne? Es verhindert nämlich einfach ganz viel, nämlich es verhindert die Datenbank, dass wir da Zugriffe drauf haben, dass ich daraus lernen kann und dass ich eigentlich die Dinge besser machen kann. Das verhindert es. Ja? Und das ärgert mich dann immer so ein bisschen. Ja, Sie hatten im Vorgespräch gesagt, dass in Sachen Datensicherheit, wir machen inzwischen unsere Bankgeschäfte digital und so. Und es ist nicht zu verstehen, warum das eben noch so schwierig ist. Ja. Aber ich glaube, da haben wir einen anderen Adressaten. Ne? Also wenn wir an die Datenschutzgrundverordnung denken und wenn man die wirklich ernsthaft studiert, und das wird ja dann zwischenzeitlich auch überprüft, da muss man einfach sagen, dann geht eigentlich gar nichts mehr, wenn man das wirklich alles ernsthaft so nachverfolgt. Also wir haben mit dem Denkmalatlas, als wir angefangen haben, haben wir auch die Verläufe aufgezeichnet, dass wir dann sagen konnten, ne, was sind die Klickzahlen, wo gehen die Leute hin. Wir dürfen das jetzt nicht mehr. Ja, also ich finde das absurd. Wir müssen doch wissen, wofür interessieren die sich denn? Ja, ja, und ich meine, da schließt sich ja das Thema Öffentlichkeitsarbeit an, ja, was darf ich bei Instagram reinstellen und so weiter. Aber auch da ist die Sache, ja. Es ist toll, dass sie ein Buch machen, aber die jungen Leute lesen das nicht mehr. Ja? Die gucken bei Instagram rein und dann sage ich mal knallhart, wenn wir mal hier nicht mehr da sind, ist auch nicht mehr so lang, bei, ja? Und in 30 Jahren, dann macht keiner mehr, kümmert sich keiner mehr um die Denkmäler, weil es niemand gibt, der sich dafür interessiert. Ja? Ich glaube, jetzt hat man die Möglichkeit, einer breiten Masse das so zu zeigen, was man mit dem Denkmal machen kann, auch wie der Prozess dahin ist. Ne? Wir hatten den Laufen, ist die Ortsausfahrtsstraße, wie viele Leute sich da beschwert haben, dass das eben gesperrt war, die eine Spur. Ja. Vor allem Laufen ist ja eine Weinstadt und vor allem bei der Weinlese war das ein hartes Thema. Ja. Und da hat natürlich, was macht man, wir machen zwei, drei Baustellenführungen. Ne. Aber eigentlich hätte man mit Bildern, die man immer wieder postet, eben oder vielleicht auch kurzen Statements, was ein Handwerker dort macht und warum er es macht, eben auch Verständnis schaffen können, ne? Und Begeisterung auch schaffen. Die Begeisterung ist jetzt da, das ist sehr schön, weil es jetzt fertig ist und sehen alle. Aber was jetzt weg ist, ist eben auch die Mühe, wie man denn dorthin kommt und sanieren, ist nicht einfach, ja? Ist einfach anstrengend. Und das hätte man zeigen können und hilft dann vielleicht anderen, sich dafür zu interessieren oder vielleicht dann auch die Kraft zu haben, das durchzuhalten. Ja? Ich glaube, bei euch und alle, die sanieren, ne, da geht es einfacher, das Geld zu verdienen. Ja, aber die Begeisterung bleibt doch immer wieder. Also das ist schon so, wenn man sagt, man nimmt die Leute mit oder die Handwerker, die nachher das, und das ist ja doch eine Handwerkerleistung. Es sind eben noch nicht die Roboter, die brauchen dann diese Brille nicht, die der Handwerker jetzt bräuchte. Weil der Roboter könnte das ja sofort machen, der hat auch kein Datenschutzproblem. Aber es ist die Begeisterung für die Leute, die daran arbeiten, die beteiligt sind oder die auch etwas passieren sehen mit Gebäuden. Das ist jetzt digital oder nicht digital, ist eigentlich ganz egal, aber ich sag mal, so Leute mitnehmen und sagen, hier, dieses Gebäude wird angefasst, das ist im öffentlichen Interesse. Wie viel Prozent waren es? 2%? Das ist schon was Tolles. Je nach Rechnung. Ne? Und also das haben zum Beispiel diese Entwickler, und das ist ja auch nicht, das kostet ja irgendwie Geld, die haben das tatsächlich mit dieser Party, die sie da gesehen haben, die haben ein Drittel Bewohner eingeladen, zukünftige Bewohner, ein Drittel planungsbeteiligt und ein Drittel diese ehemaligen Kirchenmitglieder oder nicht die ehemaligen Kirchenmitglieder, aber die Gemeindemitglieder, die, ja, denen diese Kirche verloren geht. Und das ist super gut angekommen. Also das ist eigentlich ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist ja nur ein ganz kleiner Schritt noch am Ende, den man machen muss, damit man es besser macht. Und das hat noch nicht mal was mit dem gebauten Ergebnis als solchem nur zu tun, nee. Sondern einfach das Verständnis, dass hier was passiert und dass wir Gebäude plötzlich ändern und ja, schon... Die
Ganz gut. Geschickt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Dinge, die wir gerade angesprochen haben, die Hürden auch, die Problemstellungen jetzt im Hinterkopf, was wären die nächsten Schritte, die zu gehen wären auf dem Weg Richtung verbesserter Digitalisierung? Zu der Frage hätte ich vor der Besprechung hier gerne ein Briefing gehabt, dann hätte man mal denken können, das kommt jetzt abrupt. Ich denke, der erste Schritt machen wir heute, indem dass man drüber spricht, und weil es ist ein langer Prozess. Es ist ein Prozess, der braucht Geld, der braucht vielleicht auch eine neue Generation, vielleicht braucht es nochmal ein Corona-Thema, dass man nicht mehr so einfach irgendwo auf die Baustellen geht, weil auf einmal wird es mit den Brillen ganz anders interessant. Ne? Und hätten Sie mich vor 2 Jahren gefragt, ich hatte vorher, bevor ich hierher gekommen bin, mit einer Kirchengemeinde eine Zoom-Konferenz im Hotel, ja, hätte ich gesagt, das geht nicht. Ja. Und da hat tatsächlich Corona, so leidig wie es ist, echt einen Schub gemacht. Ja. Die hatten es vorher gesagt, vielleicht brauchen wir nochmal so einen Schub, ich hoffe nicht, vielleicht geht es jetzt von alleine. Ja. Das ist eine Zeit, ja, und wir merken das alle, sitzt man von Zoom, dann dem fehlt's Mikro, dem fehlt's Bild, ja, das ist in 2 Jahren weg, ja, weil dann können wir alle damit umgehen. Und so ist es auch, das heißt, es ist ein Prozess, wir beschäftigen uns jetzt damit, ja, wir schauen, was in anderen Bereichen passiert, und dann muss ein Druck entstehen, dann muss das Geld her, dann muss es gemacht werden, dann gibt es Rückschläge, und dann muss man da dranbleiben, und dann sind 10 Jahre auch schon wieder schnell rum. Ja. Ich glaube, das ist ein Prozess, wo ganz viele Dinge dann eben auch zusammenkommen und der einfach ein Prozess ist. Wie sehen Sie das, Frau Kraft? Ja, also ich glaube auch, dass, also was ich vorhin schon erzählt hatte, ich glaube, dieses Thema des Zugangs, also dass wir einfach die Zugänge über das Digitale schaffen und da eben auch eben so viele Menschen mit erreichen, das ist, glaube ich, etwas, was man einfach weiter jetzt ausbauen muss. Und man muss dann, glaube ich, aber auch genauso, wenn das dann gelingt, dass man eben diesen Zugang und das Interesse dann auch schafft, dann muss man auch wieder gemeinsam eben an die Objekte gehen. Also wenn wir jetzt eben darüber nachdenken, ne, das ist ja nicht nur, dass wir jetzt in der Praxis da gemeinsam unterwegs sind, sondern dass wir ja auch einfach versuchen, eine jüngere Generation anzusprechen, ne, die sich einfach für das Thema interessieren soll. Wir haben das auch ganz stark ja in den Ausbildungsgängen, ne, dass man einfach dafür auch etwas schaffen muss. Und wir reden in Niedersachsen gerade darüber, wie ist eigentlich die Aus- und Fortbildung im Bereich der Bauwerkserhaltung und der Denkmalpflege und im Bauen im Bestand. Und die Idee ist jetzt auch wieder, es gibt viele kleine Formate, keiner weiß, wo er das alles suchen oder finden kann, und wir versuchen auch da jetzt so eine Plattform zu erstellen, damit man eben sagen kann, das Thema ist eben da, aber man muss eben wissen, wie es zusammengesetzt ist, also wo man die einzelnen Bereiche findet, und insofern haben wir, glaube ich, ganz viele Themen, wo das Digitale extrem hilft, und am Ende hilft es ja, dass man einfach es eben schafft, dass die Objekte auch in die Zukunft getragen werden, und dann sind wir natürlich beim Analogen, und das ist ja die Hauptarbeit, die wir eigentlich haben im Amt. Ne? Sie haben die jungen Menschen angesprochen, das gilt ja auch sozusagen für den Nachwuchs an Architekten und für den Nachwuchs an Denkmalpflegern, die ja natürlich Digital Natives sind, im Digitalen aufwachsen, und die natürlich auch, das Wort Begeisterung fiel eben schon mal, oder vielleicht ja auch eine Motivation finden wollen oder sehen wollen, wenn sie dann mal ins Berufsleben starten, oder? Ja, ich meine, selbst wenn ich jetzt als Büroinhaber sage, wir machen das Projekt, schlussendlich ist es der Mitarbeiter, der es zum Erfolg führt. Ja, ich kann das schon steuern, aber der Mitarbeiter steht auf der Baustelle, der macht die Pläne, der macht die Erfassungen, ja, und die brauche ich dann im Büro. Ja. Und jetzt haben wir glücklicherweise Mitarbeiter, die das haben, aber das ist eben gar nicht so einfach. In der Architektur ist es überhaupt nicht einfach, jemand Motiviertes zu finden die letzten Jahre. Aber im Denkmalbereich, dass da jemand bereit ist, ist ja noch mal schwieriger. Ne? Weil da muss ich wirklich bereit sein, um jede Ecke, um jede Schraube, um jedes Detail wirklich nachzugucken. Und das ist nachher natürlich ein komplexer Boost. Ja, bei einem Neubau sage ich hier einmal 20 Fenster rein, mache einmal ein Fensterdetail, hole mir ein Detail vom Hersteller und habe noch genügend Schwierigkeiten. So, und hier muss ich mir jedes Fenster einzeln angucken und habe praktisch 20 Einzelbaustellen. Das muss ich überhaupt erst noch mal als Mitarbeiter bewältigen. Ja, das ist ja auch ein Wahnsinn.
Und da muss ich Leute auch finden. Und ich glaube, es geht nur über Begeisterung zu sagen, schau mal, so war es vorher, schaut es nachher aus. Du bist in der Lage, das zu tun. Ja, ich kann dich unterstützen, aber du musst es tun. Ja. Und da hilft es natürlich schon, weil ich meine, wir sind in einer Zeit, da drücke ich auf den Knopf und da erscheint es fast fertig. Ja. Das macht das Denkmal nicht mit, ja. Trotz aller Digitalisierung. Das ist ein Hilfstool, aber machen muss es einfach. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass wir Leute finden, die das nach wie vor bereit sind, Büroinhaber, aber eben auch Mitarbeiter, die sich dem ganzen Thema annehmen. Deckt sich das mit dem, was Sie mit jungen Kollegen, Kolleginnen? Ja, es geht über die Begeisterung. Letztendlich haben wir immer wieder Leute, die sich ganz bewusst bewerben bei uns, weil die sehen, die machen relativ viel Bestand. Also das ist die Grundvoraussetzung, das muss man schon mitbringen als Interesse. Und das sind dann eben nicht diese Riesenwiederholungen und vielleicht, das hat ja alles auch seinen Reiz, aber wir wissen eigentlich alle, wenn wir in so ein altes Haus reinlaufen oder ich gucke jetzt einfach mal hier so rein, das ist doch einfach viel besser, dass es sowas auch gibt. Das ist doch schon toll, ne? Ich meine, und dann sieht man ja auch, was da kann was Modernes immer rein. Das verträgt das auch, dass diese Begeisterung, wenn es denn fertig ist, ist auf jeden Fall da. Also bei uns haben eigentlich alle im Büro gesagt, sie würden gerne nochmal studieren, damit sie da einziehen können. Also das ist ja ganz klar. Das ist ja auch so. Man sieht das dann, was man schöpfen kann aus solchen Gebäuden. Ein bisschen Fantasie mit sehr viel Arbeit. Drei, vier Jahre habe ich gehört. Wir haben tatsächlich 2016 haben wir die ersten Skizzen gemacht und Ende 19 war es fertig. Also wir haben 3 Jahre geplant und diskutiert und gerungen. Es geht dann auch natürlich um Ansätze, die einmal mit der Denkmalpflege sind. Es geht ums Baurecht, um den Brandschutz. Das ist einfach nicht aus dem Katalog. Mhm. Aber es ist gut. Ja, also mir geht jetzt die ganze Zeit so durch den Kopf, was ich vorhin vielleicht auch schon angesprochen habe. Also man muss sich schon klar machen, dass wir im Moment einfach mit so einem echten Generationenwechsel zu tun haben. In den Ämtern haben wir ein unglaubliches Wissen, was personengebunden ist, wo 70er Jahre gegründet. Da sind ganz viele, die als Beamte in den Ämtern wirklich das jetzt 40 Jahre gemacht haben. Ganz oft haben wir jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, denen wir da auch eben die Hand schütteln. Ja? Und genauso ist das, finde ich auch, dass man sagen muss, auch wenn sich im 20. Jahrhundert unheimlich viel entwickelt hat, so hat man aber doch immer noch so ein tradiertes Handwerk gehabt. Die Dinge haben sich eigentlich so langsam entwickelt. Also das Wissen war eigentlich da. Und ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen. Ja? Also wir können jetzt hier Informationen zu den Objekten einfach so gut wie möglich zur Verfügung stellen. Aber dass dieses Wissen erstens weitergegeben werden kann und auch an den entsprechenden Ausbildungsstätten vorgehalten werden muss. Das ist eigentlich das Entscheidende, ja, damit man überhaupt da eine Kontinuität hinkriegt. Und ich wage im Moment zu bezweifeln, dass wir das mal so eben schaffen. Ja, weil das ist einfach das große Pfund, ja, das wir ja auch eigentlich immer noch vorhalten können, dass wir sagen, wir kennen diese Denkmallandschaften. Ja, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben dieses Wissen. Und genauso haben wir auch mittlerweile ja das auch geschafft, finde ich, in der Denkmalpflege, dass man wieder weiß, wie die historischen Techniken funktionieren und dass das Handwerk auch das noch vorhält. Ja? Und das aufrechtzuerhalten, das ist aus meiner Sicht im Moment noch die größere Herausforderung, als das Wissen, was man dann glaubt schon zu haben, in die digitalen Formate bringt, um sie zur Verfügung zu stellen. Ne? Also das ist vielleicht nochmal so der Zeigefinger, aber das muss uns beschäftigen, ne? Weil sonst geht dieses Wissen verloren. Die dürfen nicht in Ruhestand gehen ohne intensive Befragung vorher. Ja, kommen wir zu einer kurzen Abschlussrunde, weil mit Blick auf die Uhr. Was wär Ihre Vision? Was würden Sie sich wünschen? Wo sollten wir hin mit der Digitalisierung? Ja, ich kann das ja immer nur jetzt erstmal für das Amt sagen und dann kann ich einfach sagen, ich wünsche mir, dass diese Wissensplattform von möglichst vielen genutzt wird und dass wir die möglichst lange nachhaltig vorhalten können. Herr Morgens. Ich wünsche mir, dass die jungen Leute nicht nur am Bildschirm die Denkmäler angucken, sondern durchlaufen, greifbar, also die elementaren Sachen. Das hoffe ich, dass das irgendwie erhalten bleibt. Ja, ich wünsche mir, dass wir alle Projektbeteiligten an solchen Projekten das Feuer weiterreichen und nicht die Asche. Weil dann schaffen wir es auch, dass die Denkmäler erhalten bleiben, weil sie genutzt werden. Aber da müssen alle mitmachen. Das ist doch ein gutes Schlusswort, das müssen alle mitmachen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Dr. Christina Krawczyk, der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege und bei den Architekten Serge Morkens und Matthias Siegert. Ganz herzlichen Dank. Und
Ja. Danke. Und damit sind wir schon am Ende des offiziellen Teils des 8. Hambacher Architekturgesprächs angelangt. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Saal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen zu Hause oder wo auch immer an den Bildschirmen in der Ferne für Ihre Aufmerksamkeit an so einem Tag, heißen Tag wie heute. Vielen Dank und Hut ab. Und diejenigen, die hier im Hambacher Schloss sind, haben noch die Möglichkeit, die Themen, die wir heute Abend angesprochen haben, in kleinerer Runde noch zu vertiefen, gleich beim Umtrunk draußen. Da bitte ich Sie, auch nochmal die Corona-Vorschriften einzuhalten, sich an das Einbahnstraßensystem zu halten, die Abstandsregeln einzuhalten. Und leider ist trotz allem Digitalen das Weinbeamen noch nicht möglich, sonst würden wir es gerne zu Ihnen nach Hause an den Bildschirmen tun. Da arbeiten wir noch dran. Ich darf mich ganz herzlich nochmal bei der GDKE bedanken und bei der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und überhaupt bei allen, die diesen Abend möglich gemacht haben. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ja, vielen lieben Dank.